zu Berlin habe ich mit dem Rennen für die Wissenschaftler. Was kriegst du denn für den? Ach, die für den Wien, echt? Ja, auf die Wiener? Da bin ich jetzt gespannt, ob die da drauf hat. Warte mal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen zweiten W-Forum des Jahres 2011. Und dieser Gruß gilt auch all denjenigen, die es nicht geschafft haben, ad personam hierhin zu kommen, sondern möglicherweise im Hauskanal den entsprechenden Kanal eingeschaltet haben und die Veranstaltung auf diese Weise oder über das Internet verfolgen. Wir haben das heutige W-Forum bewusst als ein Streitgespräch konzipiert. Ob es gelingt, werden wir ja sehen. Thema also: braucht die Demokratie mehr Bürgerbeteiligung? Dieses klassische Thema hat in jüngerer Zeit sicherlich sehr an Brisanz gewonnen. Und ich will Ihnen nur noch mal drei eher regionale Beispiele in Erinnerung rufen. Etwa in Hamburg die beiden Themen Elbtunnelvertiefung und die Schulpolitik. Dann hier in Berlin und Brandenburg das neue Großprojekt Flughafen Berlin-Brandenburg und das Thema Flugrouten. Und dann natürlich, und wer denkt nicht an Heiner Geißler, wenn er darüber in der Zeitung liest, das Großprojekt Tiefbahnhof Stuttgart 21. Und alle diese Themen haben aus meiner Sicht gezeigt, dass sich eben doch in unserer Gesellschaft etwas Grundlegendes verändert hat. Inzwischen nehmen nämlich immer mehr Bürgerinnen und Bürger zu solchen politischen Vorhaben selbst aktiv Stellung. Und das haben Untersuchungen gezeigt, vor allem auch viele, die früher derartige Aktionsformen wie Protesten oder Demonstrationen vielleicht doch eher kritisch gegenüberstanden. Parallel wird zunehmend die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung an den politischen Entscheidungsprozessen erhoben. In einer Umfrage von Infratest DIMAP vom Juli 2010 sprachen sich immerhin 76% der Bundesbürgerinnen und Bürger für Volksabstimmungen aus und darunter sicher nicht wenige, die früher entschieden gegen den Ausbau plebiszitärer Elemente waren. Nochmals zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, die zugleich auch deutlich über die regionale Ebene hinausweisen. Es war zu lesen, dass angesichts der Beschlüsse der Bundesregierung zum beschleunigten Ausstieg aus der Atomenergie zurzeit der Wirtschaftsrat der CDU die rechtliche Zulässigkeit von aufeinander abgestimmten Volksentscheiden in den Bundesländern genau zu diesem Thema prüfen lässt. Und in Italien hat just zum selben Thema, also Ausstieg aus der Atomenergie, aber auch zu zwei anderen Themen, haben dort Volksentscheide stattgefunden, im Übrigen mit einer beeindruckenden Beteiligung von in allen drei Fällen über 50% und nahezu erdrückenden Abstimmungsergebnissen von zumeist über 90%. Ja, wie ist diese Entwicklung insbesondere hier im nationalen Rahmen zu deuten? Sind die genannten Neudemonstranten nur egoistische Wutbürger, wie es vielfach heißt, die nach dem viel diskutierten Spiegelartikel etwa von Dirk Kopjuweit gegen jede Veränderung seien, die in ihrem persönlichen Lebensbereich stattfindet und zu ihren Lasten geht? Oder handelt es sich, wie auch gelegentlich geschrieben wird, vielmehr um Mutbürger, um Frauen und Männer, die sich nicht einfach mit politischen Entscheidungen abfinden wollen, die nach ihrem Eindruck über ihre Köpfe hinweg getroffen werden? Der Philosoph Peter Sloterdijk bewertet das neue Bürgerengagement ausgesprochen positiv. Und ich zitiere ihn: Mit einem Male steht er wieder auf der Bühne, der Citoyen, der selbstbewusste, informierte, mitdenkende und mitentscheidungsfähige Bürger, männlich und weiblich, und klagt vor dem Gericht der Öffentlichkeit gegen die misslungene Repräsentation seiner Anliegen und seiner Erkenntnisse im aktuellen politischen System. Sloterdijk verweist auf einen Grundsatz unserer Verfassung, wenn er fortfährt, nochmals ein Zitat: Diese informierten und empörten Bürger verfielen plötzlich auf den Gedanken,
den Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes auf sich selbst zu beziehen, wonach alle Staatsgewalt vom Volk ausgehe. Was ist in den Bürger gefahren, wenn er das als Anweisung versteht, seine vier Wände zu verlassen, um zu bekunden, was er will und weiß und fürchtet? Allerdings gibt es in der veröffentlichten Meinung dazu auch sehr skeptische Einschätzungen. So hat Thomas Schmid im April 2011 in der Welt am Sonntag pointiert auf die in der Plebiszitdebatte mitschwingende Kritik an der parlamentarischen Demokratie aufmerksam gemacht. Von ihm war Folgendes zu lesen: Im Grunde sagen die Verfechter der plebiszitären und partizipatorischen Öffnung der Demokratie ja doch, man dürfe um des Wohlergehens der Gesellschaft das Geschäft der Politik nicht dem dafür zuständigen Personal überlassen. Da scheint, wenn auch basisdemokratisch begrünt, mehr als ein Rest der alten deutschen und vordemokratischen Politikverachtung durch. Schmid warnt vor einer Überschätzung plebiszitärer Elemente und betont, mindestens so wichtig wird es sein, den Parteien und den vorhandenen Institutionen neue Kraft, Stabilität und Achtung zu verschaffen. Denn sie sind nicht Schwundformen der Demokratie, sondern ihr Rückgrat. Sind also die Grundlagen der parlamentarischen Demokratie gefährdet, wenn die Bürger stärker in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden? Oder bietet eine intensivere Bürgerbeteiligung umgekehrt Chancen für eine weitere Demokratisierung unseres politischen Systems? Die teils dramatisch niedrige Wahlbeteiligung, zum Beispiel an Landtagswahlen, zeigt, dass immer größere Teile der Bevölkerung auf Distanz zur Politik oder den Parteien gehen, sich herkömmlichen Beteiligungsformen verweigern. Könnten direktdemokratische Beteiligungsverfahren das Vertrauen der Bürger in die Politik und Politiker wiederherstellen oder gehen von ihnen möglicherweise sogar gegenteilige Effekte aus? Insbesondere stellt sich die Frage, welche Instrumente der Bürgerbeteiligung genutzt werden sollen. Genügen die bereits vorhandenen oder sind neue Verfahren notwendig? Darüber werden heute drei ausgewiesene Kenner der Materie diskutieren, die ich Ihnen in alphabetischer Reihenfolge kurz vorstellen möchte. Ich beginne rechts von mir, ich glaube, ich muss das nicht betonen, mit Herrn Dr. Heiner Geißler. Sehr bekannt in unserem Hause, gebürtiger Baden-Württemberger, studierte er in München und Tübingen Philosophie und Rechtswissenschaften. In diesem Fach promovierte er 1960 an der Universität Tübingen. Seine Berufstätigkeit begann er 1962 als Richter am Amtsgericht Stuttgart. Schon die zweite Berufsposition führte ihn dann als Leiter des Ministerbüros des Arbeits- und Sozialministers Baden-Württemberg in den engeren politischen Bereich. Mit seiner Wahl in den Deutschen Bundestag 1965 wechselte Heiner Geißler dann endgültig in die hauptamtliche Politik über. Sein Parlamentsmandat legte er 67 nieder, als er zum Minister für Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport in Rheinland-Pfalz berufen wurde. Dieses Amt hatte der engagierte Sozialpolitiker Heiner Geißler 10 Jahre inne. Anschließend war er 12 Jahre lang ein streitbarer Generalsekretär der CDU. Von 1982 bis 1985 übernahm er zugleich das Amt des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit. Von 1980 bis 2002 war er zudem dann wieder Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament hat sich unser Gast immer wieder politisch engagiert, so als erfolgreicher Schlichter bei verschiedenen Tarifkonflikten, zum Beispiel in der Bauindustrie. Für seine umsichtige, faktenorientierte, aufklärerische Wahrnehmung der Schlichterrolle beim Konflikt Tiefbahnhof Stuttgart 21 wurde er Ende 2010 von der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche mit dem Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen ausgezeichnet. Die Liste seiner Publikationen und Bücher ist zu lang, um hier im Einzelnen Erwähnung finden zu können. Unser zweiter Gast, links außen sitzend, ist Professor Dr. Wolfgang Merkel. Geboren in Hof, studierte er politische Wissenschaft, Geschichte und Sport bzw. Sportwissenschaft an der Universität Heidelberg. 1985 promovierte er bei Klaus von Beime über die Rolle der Sozialistischen Partei im politischen System Italiens. 1992 habilitierte er sich
und erhielt zugleich mehrere Rufe. Er entschied sich für die Universität Mainz, an der er von 1994 bis 1999 Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Vergleichende Regierungslehre unterrichtete. Dem Wechsel nach Heidelberg folgten Rufe 2004 ans Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und an die Humboldt-Universität zu Berlin. Im März 2011 nahm er einen Ruf auf die Position des Präsidenten des Leibniz-Instituts für globale und regionale Studien sowie eine Professur für politische Wissenschaften an der Universität Hamburg an. Professor Merkel ist Mitglied bedeutender Wissenschaftsinstitutionen. Ich nenne beispielhaft die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Wiederholt wurde er mit angesehenen Wissenschaftspreisen ausgezeichnet, so 1996 mit dem ersten Preis der Fritz-Thyssen-Stiftung für sozialwissenschaftliche Aufsätze. Aus seinem wissenschaftlichen Werk greife ich beispielhaft nur zwei Titel heraus: Systemtransformation, eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung aus dem Jahre 1999, gerade in zweiter Auflage 2010 erschienen, sowie die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie, Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa aus 2006. Der Politikwissenschaftler Merkel engagiert sich in der Politik und Politikberatung. Seit 1998 ist er parteiloses Mitglied der Grundwertekommission beim Vorstand der SPD, seit 2007 Mitglied des Council of International Advisors des spanischen Premierministers Zapatero. Zu unserem Thema veröffentlichte er zuletzt im Dezember 2010 in der Zeitschrift Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte einen lesenswerten Aufsatz mit dem Titel Volksentscheide, wer ist das Volk? Unser dritter Gast zu meiner Linken ist Claudine Niert. Sie ist die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V., einem 1988 gegründeten Verein mit mehr als 6.000 Mitgliedern. Wie es der Name signalisiert, setzt sich Mehr Demokratie für Volksabstimmungen, für ein gerechteres Wahlrecht und für mehr direkte Demokratie ein, auf Gemeinde- und Länderebene, ebenso wie bei bundes- und europapolitischen Entscheidungen. Die frühere Waldorfschülerin Claudine Niert studierte Eurythmie in Hamburg und ist in dieser Fachrichtung bis heute als Dozentin verbunden geblieben. Weiterhin ist sie als künstlerische Gestalterin in Organisationen und Unternehmen tätig. Bekannt wurde sie auch durch ihre Mitwirkung an dem 2008 erschienenen Dokumentarfilm Zwischen Himmel und Erde, Anthroposophie heute. Als Künstlerin und politisch engagierte Bürgerin ist Claudine Niert geprägt von dem Kunstbegriff von Joseph Beuys. Von ihm hat sie das Verständnis des Menschen als Freiheitswesen übernommen. Wie er sieht sie einen engen Zusammenhang zwischen Politik und Kunst. Und einen solchen künstlerisch-kreativen Umgang mit politischen Fragestellungen kann man an manchen Initiativen von Mehr Demokratie e.V. ablesen, wie zum Beispiel dem Weißen Omnibus für direkte Demokratie. Mit diesem Omnibus hat Frau Niert schon weite Teile der Bundesrepublik bereist, um vor Ort für ihr politisches Herzensanliegen für mehr Bürgerbeteiligung zu werben. Wir freuen uns also, liebe Frau Niert, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Meine Damen und Herren, mit den drei Diskutanten ist abgesprochen, dass Herr Dr. Geißler mit einem Einleitungsstatement beginnt, auf das dann zunächst Frau Niert und dann Herr Professor Merkel antworten werden. Und im Anschluss an das Streitgespräch können dann natürlich Fragen und Beiträge aus dem Publikum erfolgen. Also, Herr Dr. Geißler, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich konzentrieren auf die Frage dieser technologischen Großprojekte, inwieweit die in der bisherigen, auch rechtlichen Form in der Zukunft abgewickelt werden können, und will am Anfang aber etwas zu dem Hintergrund sagen, den zu erkennen, der einfach notwendig ist, um das, was Herr Schöler nun geschildert hat, auch richtig zu verstehen, als nach meiner Auffassung. Ich habe 1979 als Generalsekretär der CDU dem Demoskopischen Institut Allensbach, Hans-Jürgen Neumann, den Auftrag gegeben, eine Umfrage zu starten, und zwar jedes Jahr dieselbe Frage zu wiederholen. Die Allensbacher formulieren ja Sätze und dann werden die Leute gefragt, stimmt der Satz oder stimmt er nicht.
Und der Satz, der abgefragt wurde, lautete, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch mir gut. Das haben wir damals über 80% der Leute gesagt, okay, klar, das ist richtig, dann geht es auch mir gut. Heute sagen das noch 17%. Das heißt, 83% haben das Vertrauen in das wirtschaftliche System verloren. Und sie übertragen dieses Misstrauen auf die Politik, weil sie völlig zu Recht davon ausgehen, dass die Politik die Prädominanz haben müsste gegenüber der Wirtschaft. Sie erleben aber Woche für Woche, Monat für Monat genau das Gegenteil, dass sich nämlich die Wirtschaftsinteressen, vor allem die Finanzinteressen, die internationalen Finanzinteressen durchsetzen. Wir haben ja auch gute Beispiele, dass private Ratingagenturen eine demokratisch gewählte Regierung, eine Demokratie, eine europäische Demokratie auf den untersten Level, der Ratingsysteme herabstufen kann und das sogar politische Auswirkungen hat. Sie erleben das also, dass die Politik, soweit es sich um Wirtschaftsinteressen handelt und Finanzinteressen, nichts oder relativ wenig zu sagen hat. Und wenn nun die Leute angesichts dieser Entwicklung die Frage stellen müssen, ob demokratisch gewählte Politiker in der Lage sind, sich gegenüber den Wirtschaftsinteressen durchzusetzen, ob die Herrschaft des Volkes sich durchsetzen kann gegen die Herrschaft der internationalen Finanzmärkte, ob die Politik in der Lage ist, die nun längst überfällige Reform der internationalen Finanzindustrie durchzusetzen, was von den G20-Staaten bereits beschlossen worden ist. Und wenn Sie diese Fragen dann mit Nein beantworten müssen, dann fühlen Sie sich persönlich betroffen. Sie fühlen auch Ihr Geld gefährdet und Sie haben dann auch keine Lust mehr, 10 Jahre lang eine Baustelle in Ihrem Umgebungsbereich zu akzeptieren. Für ein Großprojekt wie zum Beispiel den Stuttgarter Bahnhof oder den Bau eines Flughafens oder einer Stromtrasse oder sonstiger Großprojekte, die von der Industrie, von bestimmten Konzernen realisiert worden sind. Und sie wehren sich und sagen, wir wissen ja gar nicht, welche Interessen dahinter stehen, wer daran verdient, wer die eigentlichen Auftraggeber sind. Es vollzieht sich ja alles im Verborgenen, auch bei den Verfahren, die eingehalten werden müssen nach dem jetzigen Baurecht. Es ist keine Transparenz vorhanden hinsichtlich derartiger wichtiger Entscheidungen, die im Übrigen ja im Wesentlichen mit Milliarden von Steuergeldern finanziert werden müssen. Und Sie stellen dann gleichzeitig fest, dass die Politik auch nicht in der Lage ist, irgendetwas zu tun, um zum Beispiel diese Finanzkatastrophe, die Wiederholung dieser Finanzkatastrophe zu verhindern, die wir alle vor 2 oder 3 Jahren erlebt haben, und die Politik nicht in der Lage ist, diese Reform der Finanzstrukturen zu realisieren, noch nicht mal in der Lage ist, das, was nun wirklich überfällig ist, eine internationale Finanztransaktionssteuer durchzuführen, um das Geld von denen wenigstens wieder zurückzuholen, die das ganze Desaster verursacht haben. Und wenn Sie das alles jetzt, das gilt zumindest für einen sehr aktiven, bewussten Teil unserer Bevölkerung, wenn Sie das reflektieren, dann verlieren Sie das Vertrauen in die demokratisch gewählten Politiker, auch in die Parlamente. Das heißt, es vollzieht sich eine Wahrnehmungsblockade zwischen den Regierenden, ich zähle jetzt mal das Parlament dazu, und denjenigen, die gewählt haben, dem Volk. Der Faden ist gerissen. Und ist er auch deswegen gerissen, weil die Politiker zwar für sich in Anspruch nehmen, dass sie das, was sie für richtig halten, auch tatsächlich umsetzen können und wollen, aber sie vergessen dabei, dass möglicherweise die Bürgerinnen und Bürger etwas ganz anderes für richtig halten und darauf keine Antwort bekommen und infolgedessen eben das Vertrauen verloren geht. Deswegen haben wir ja die Umfrageergebnisse
gerade sind ja Umfrageergebnisse auch zitiert worden. Es gab im Herbst letzten Jahres eine erschreckende Umfrage, gerade als es mit dem Bahnhof Stuttgart 21 losging, dass 98% der Leute gesagt haben, wir sind nicht davon überzeugt, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wissen, wo uns der Schuh drückt, welche Probleme wir haben. Und über 80% sagen, wir haben das Vertrauen in die Politik verloren. Das Ergebnis äußert sich dann auch in den Wahlbeteiligungen. Das haben wir ja gerade eben auch gehört. Das ist die Situation, ist nicht der einzige Grund oder die einzige Motivation, nicht wahr, warum die Leute auf die Straße gehen. Aber es ist ein entscheidender Grund, weil die Leute sagen, wir lassen uns nicht mehr alles gefallen und in einer Mediendemokratie können wir auch für uns in Anspruch nehmen, nicht wahr, dass wir genauso gut informiert sind wie der durchschnittliche Abgeordnete. Internet mit über 2 Billionen Webseiten, mit Facebook, mit einem Mausklick Zehntausende, Hunderttausende von Leuten innerhalb von 5 Minuten mobilisieren kann. In einer solchen Mediendemokratie sind wir durchaus in der Lage, die Situation selber zu beurteilen. Und wenn die Politik darauf nicht reagiert, dann nehmen wir die Sache selber in die Hand. Das sind die sogenannten Wutbürger. Die sind aber gar keine Wutbürger, höchstens nicht im negativen Sinne, wie Kurbjuweit das nach meiner Auffassung fahrlässig falsch recherchiert dargestellt hat, sondern es sind Leute, sie sind wütend, das ist wahr. Sie sind wütend über das, was sich vor ihrer Haustür abspielt. So, und jetzt muss man die Frage stellen, wie reagiert darauf unsere Politik, was gibt das Grundgesetz her, wie soll die Zukunft aussehen? Die Zukunft kann natürlich nicht darin bestehen, dass man die repräsentative Demokratie abschafft, aber man muss sie auch reformieren. Das ist gar keine Frage. Das geht bis hin zur Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, diese unselige Spaltung der Abgeordneten in Abgeordnete, die ein direktes Mandat haben und solche, die über die Landesliste gewählt werden, führt zu einer Schwächung des Parlamentariers, auch in der parteiinternen Auseinandersetzung in den Fraktionen. Fraktionszwang ist ein weiteres Stichwort, das von den Leuten im Wesentlichen kritisch gesehen wird und wo die Leute sagen, es steht im totalen Widerspruch zum Grundgesetz, wo es heißt, der Abgeordnete Weisungen und Aufträgen nicht unterworfen ist, nur seinem Gewissen verantwortlich. Das alles spielt zusammen in dieser Abwehrhaltung gegenüber der jetzigen politischen Situation. Nun will ich nichts sagen, das können wir sicher in der Diskussion weiter vertiefen, inwieweit man als Antwort darauf unmittelbare demokratische, also plebiszitäre Elemente, Herr Schöler, das hat ja schon den richtigen Anspruch, Elemente, nicht wahr, ist von der Wortwahl her. Im Übrigen spielt die Information eine große Rolle. Ich nehme mal ein aktuelles Beispiel, warum die Leute sehr oft nicht mitgehen können. Also als die Energiewende beschlossen worden ist von der Bundesregierung, hat das Bundespresse- und Informationsamt dem deutschen Volk erklärt, man mache jetzt ein Moratorium. Nun gehe ich mal davon aus, dass mit Ausnahme von Berlin und Brandenburg, aber sonst im Bundesdurchschnitt weiter nach Süden gesteigert, ungefähr 80% der Leute nicht wussten, was sie mit dem Begriff anfangen konnten. Die wussten vielleicht, was ein Oratorium ist. Sie haben alle gewusst, was ein Krematorium ist. Nicht? Aber ein Moratorium, das war den Leuten, anstatt dass das Presseinformationsamt gesagt hat, wir machen eine Pause. Eine ganz einfache Information. Wir machen eine Pause. Also es hat auch mit erheblichen sprachlichen Defiziten zu tun, mit denen unsere Demokratie einhergeht. Nun, ich will in wenigen Sätzen zusammenfassen, wie meine Antwort wäre. Wir müssen die repräsentative Demokratie, die parlamentarische Demokratie ergänzen. Und zwar durch eine stärkere, unmittelbare Bürgerbeteiligung. Dazu müssen wir unser Baurecht ändern. Das deutsche Baurecht gehört zu den vorsintflutlichsten innerhalb der OECD-Staaten, mit den strengsten Ausschlussfristen,
mit Anhörungsverfahren, die den Leuten im Grunde genommen nur die Möglichkeit gibt, nicht, wenn sie betroffen sind, ihre Einwände vorzubringen, dann werden sie von oben beschieden. Die Planfeststellungsverfahren können so nicht bleiben, sind ein ständiger Grund des Ärgernisses, weil vor allem diejenigen, die die Projekte planen und durchsetzen wollen, gleichzeitig diejenigen sind in vielen Fällen, die nachher auch über die Einwände entscheiden. Was müssen wir tun? Ich habe in der Schlichtung, ich habe eine Schlichtungsempfehlung gegeben in Stuttgart 21, wir müssen die Dinge vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Das heißt, wenn wir einmal gucken, wie es die Schweizer machen, parallel zu Stuttgart 21 ist ja der Gotthardtunnel, der Durchbruch gelungen. Am Anfang muss der Plan stehen, der Entwurf, die Idee. Und dann muss diese Idee diskutiert werden, und zwar in aller Öffentlichkeit, und muss zur Abstimmung gestellt werden. Wie die Diskussion stattfindet, ist ein hochinteressantes Thema. Man kann die Diskussion, die kann man materialisieren und auch fokussieren, zum Beispiel dadurch, dass wie bei Stuttgart 21 ein Forum gebildet wird, wo die Projektgegner und die Projektbefürworter an einem Tisch sitzen und in völliger Transparenz mit Fernsehen, Internet und so weiter und so fort, nicht wahr, die Diskussion durchführen. Ich will dazu gleich etwas sagen. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann muss abgestimmt werden. Abgestimmt werden entweder durch Volksentscheide, nicht wahr, Volksbegehren oder auch im Parlament. Das ist nach wie vor natürlich auch eine entscheidende Möglichkeit. Ich rede jetzt von solchen Projekten. So, jetzt kommt etwas, was sich in Stuttgart 21 eben als verhängnisvoll herausgestellt hat, weil es nicht da war. Nach dieser Phase muss eine zweite Phase kommen. Das heißt, jetzt beginnt, wenn entschieden worden ist, der Gotthardtunnel wird gebaut oder der Bahnhof wird gebaut, nicht wahr? Dann muss der Vorschlag kommen, wie soll das gemacht werden. Das heißt, die Planungsphase beginnt. Und hier ist ganz wichtig, nicht wahr, dass eine alternative Planung vorliegt. Das hat in Stuttgart 21 eben nicht stattgefunden, sondern es gab ein Projekt und nur dieses Projekt, nicht wahr, ist Gegenstand auch der Planfeststellungsverfahren, des Raumordnungsverfahrens gewesen. Es gab auch noch andere Möglichkeiten, nicht wahr, um diesen Bahnhof in die Richtung zu bringen, nicht wahr, wie er ursprünglich geplant worden ist. Dann beginnt wieder die Diskussion, die kann so geführt werden, wie ich das gerade in der ersten Phase geschildert habe, und dann erfolgt die Abstimmung über die Alternativen. Und wenn diese Abstimmung durchgeführt ist, dann kann gebaut werden. Nun wird jedermann sagen, ja, das dauert ja viel zu lange. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht so viel schneller. Denn wenn Sie das nach dem alten Verfahren machen, dann kriegen Sie keine Stromtrasse hin, keinen Bahnhof mehr, keinen Großflughafen. Die Leute gehen auf die Straße, mobilisieren sich. Es gibt die unendlichen politischen Verwerfungen, und zwar ganz einfach deswegen, nicht wahr, weil die Leute nicht informiert sind, sie fühlen sich hintergangen, sie machen nicht mehr mit. Und dann wird die Sache richtig lang. Stuttgart 21, der Bahnhof, wird seit 1995 diskutiert. Nicht wahr? Und jetzt sind wir im Jahre 2011 und haben gerade mal die erste Baugrube ausgehoben. Bei dem Verfahren, nicht wahr, das wir jetzt haben, das ist die Regel, nicht wahr, dass die Sache sehr langsam vonstatten geht. Was ist zu tun, wenn ich jetzt die Diskussionsphase transparent machen will, zum Beispiel dadurch, dass über das Internet hinaus die Leute informiert werden über den Sachstand, um was es geht, dann müssen ungefähr 4 Punkte erfüllt werden. Das haben wir bei Stuttgart 21 gemacht. Es muss Parität hergestellt werden. Projektgegner, Projektbefürworter. Alle an einen Tisch. Der Ministerpräsident, der Bahnvorstand, der Oberbürgermeister, alle, die für das Projekt sind, müssen sich auf Augenhöhe treffen mit denjenigen, die dagegen sind. Also mit dem Aktionsbündnis, mit den Grünen, mit Altkommunisten oder ich weiß nicht, was alles an Argumenten vorgetragen worden ist, warum man sich
mit den Leuten nicht treffen kann. Dabei ist es nur der Bildhauer Stocker gewesen, der war mal vor 25 Jahren Mitglied des SHB, ist aber dann in der Diskussion als Altkommunist hingestellt worden. Das ist gelungen. Es sind alle an einen Tisch gekommen, ein schwieriger Prozess, aber alle haben mitgemacht. Zweitens, der Dialog muss auf Augenhöhe geführt werden. Ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn die Gutachten und die Sachverständigen der Projektgegner genauso finanziert werden wie die Gutachten und die Sachverständigen der anderen Seite. Sonst habe ich keine Parität. Ich war in der Diskussion, in der Abstimmung. Das heißt, das Land Baden-Württemberg hat dann in einer Größenordnung von 500.000 Euro einen außerordentlichen Etatposten in den Etat gestellt und aus diesem Etatposten sind die Sachverständigen und die Gutachten, ich war der Projektgegner, finanziert worden. Dann absolute Transparenz, nichts hinter verschlossenen Türen. Mit Ausnahme davon, wenn es also um wirtschaftliche Interessen geht, sagen wir mal, der Bahn, dass nicht alles schon aus Wettbewerbsgründen auf dem offenen Markt ausgetragen werden konnte. Dann sind drei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften damit beauftragt worden, eine von den Projektgegnern, und die sind ebenfalls aus diesem Etatposten bezahlt worden. Von der ersten bis zur letzten Minute ist die Sache im Fernsehen übertragen worden, von Phoenix, zum Teil auch vom Südwestrundfunk. Public Viewing, wie man auf Neudeutsch sagt. Und das Ganze ist ins Internet gestellt worden. Es haben bei jeder Sitzung 1 Million Leute zugeguckt. Nicht die ganze Zeit, aber es war 1 Million. Phoenix hatte noch nie solche Einschaltquoten. 500.000 Leute haben sich beteiligt im Internet, ist ins Internet gestellt worden. Und durch diese totale Transparenz ist eben das gelungen, was bei Stuttgart 21 das Entscheidende war. Es war eine Faktenschlichtung. Es ging nicht darum, wie bei einer Tarifauseinandersetzung zu einem Ergebnis zu kommen, was die Lohnhöhe anbelangt, sondern Klarheit zu bringen hinsichtlich der Argumente und der Qualität der Argumente. Und es sind auch keine Reden gehalten worden, wie das bei den Hearings des Deutschen Bundestages gehandhabt wird. Nicht wahr, dass jede Partei 2 Professoren oder 3 Professoren und jeder redet zum anderen Thema, nicht wahr, und keiner miteinander oder gegeneinander, sondern ein Faktencheck, Argument gegen Argument. Und dadurch ist es zu einem Abgleich der Argumente gekommen. Das haben die Leute mitvollzogen. Das ist mit modernen Mitteln gemacht worden. Das ist mit Folien gemacht worden, ist an die Wand geworfen, ist alles im Fernsehen übertragen worden, hat einen unglaublichen Zuspruch gehabt. Jetzt will ich dazu gar nichts weiter mehr sagen, aber es sind die 4 Elemente, nicht wahr, die bei einer solchen transparenten Darstellung für ein solches Großprojekt realisiert werden müssen, wenn die Sache sinnvoll sein soll. Und das Ergebnis war in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Die Projektgegner, die bis dahin praktisch eine Untergrundsituation vorfanden, die sind nicht ernst genommen worden. Man hat gesagt, ihr wisst ja gar nichts, nicht, ihr könnt nichts. Und sie sind zum ersten Mal in dieser ganzen Auseinandersetzung wirklich auf Augenhöhe in der Lage gewesen, ihre Argumente vorzutragen. Und sie haben das sehr gut gemacht. Eine ausgezeichnete Argumentationsatmosphäre da gewesen. Es war von der Bahn und von allen anerkannt worden. Und in der Bevölkerung selber hat sich die Meinung vollkommen verändert. Vor Beginn der Schlichtung waren 25% der Leute für den Bahnhof und 60% waren dagegen. Am Ende der Schlichtung, noch bevor ich mein Votum abgegeben habe, waren 60% oder 58% für den Bahnhof und nur noch 25% dagegen. Das ist das eigentliche Ergebnis dieser Schlichtung gewesen. Dass jetzt weiter demonstriert wird, ist völlig normal. Die Schlichtung und kein Ministerpräsident und kein Bahnvorstand kann das Demonstrationsrecht abschaffen. Damit muss man sich
auseinandersetzen. Das Demonstrationsrecht ist das vornehmste Grundrecht, das die Leute neben dem Wahlrecht haben, um der Regierung zu sagen, womit sie einverstanden sind oder nicht einverstanden sind. Was nicht geht, was nicht akzeptiert werden kann, dass Gewalt angewendet wird. Insoweit mein Bericht, Herr Vorsitzender. Ganz herzlichen Dank, Herr Geißler. Frau Niert, Herr Geißler hat ja ein moderiertes Verfahren von stärkerer Bürgerbeteiligung skizziert und daraus Schlussfolgerungen gezogen. Ist das aus Sicht Ihres Verbandes etwas, wo Sie sagen, ja, das ist der richtige Weg und das reicht uns schon für die Ziele, für die wir eintreten? Ja, Herr Geißler, entweder sind Sie zu früh geboren oder ich zu spät, aber ich würde gerne eine Weile mit Ihnen eigentlich zusammen Politik machen, weil ich glaube, wir teilen uns heute hier ein bisschen den Job, was ich jetzt so gehört habe. Denn wir befinden uns tatsächlich gesellschaftlich an einem Punkt, wo wir sagen, wenn wir die Demokratie nicht weiterentwickeln, fängt sie an aufzuhören. Und das ist so der Grund, warum wir, glaube ich, heute hier auch zusammensitzen und der Grund und der Ruf, der auch noch aus Stuttgart rauskam, einfach zu begreifen, dass die Demokratie nicht ein statisches Gebilde ist, was einmal installiert für immer und ewig hält, sondern dass die Demokratie jedes Mal neu entsteht, entwickelt, gebildet werden muss. Und wenn wir hier im Raum zusammen etwas zu vereinbaren hätten, was uns alle betrifft, würden wir natürlich uns erstmal auf die Form einigen, wie wir denn diese Entscheidungen fällen wollen. Ob wir sie demokratisch fällen, ob wir soziokratisch sie fällen, ob wir sie autokratisch fällen oder wie auch immer. Und da wären wir sofort in dem Gespräch, uns zu überlegen, wie wir denn jetzt hier ein Verfahren in Gang bringen, was uns auf Augenhöhe in Vereinbarung Vereinbarung Rechtsgrundlagen bringen würde. Das heißt, eine Demokratie ist immer nur so weit, wie ihre Gesellschaft, die sie anwendet und nutzt, auch entwickelt. Und deswegen ist in der ganzen Welt auch die Demokratie so unterschiedlich in jedem Land, in jedem Staat, bis hin in jede Gemeinde, weil die Bürger, die sie anwenden, nutzen und verändern, sie auch so verändern und anwenden, wie sie sie am liebsten brauchen oder leben wollen. Und dabei möchte ich den Blick vor allem auf einen ganz bestimmten Bereich setzen, nämlich der Prozess, der zu einer Entscheidung führt. Die Entscheidung hängt davon ab, wie die Qualität des Prozesses ist, der zu einer Entscheidung führt. Das haben wir ja gerade in Stuttgart 21 gemerkt. Das heißt, je mehr ich Informationen bekomme, je mehr Menschen beteiligt sind an dem Entscheidungsprozess, die nachher von den Entscheidungen betroffen sind, je mehr Zeit ich habe, je mehr ich sachlich diskutieren kann und weniger emotional, je mehr ich Argumente austauschen kann, je mehr ich überzeugt werde und überzeugen kann und nicht befehlen muss, desto demokratischer und desto qualitativer wird auch der Entscheidungsprozess, der am Ende zu einer Entscheidung führt. Und das Spannende ist ja an Stuttgart 21, ich mag dieses Wort Wutbürger überhaupt nicht und ich war damals wirklich erstarrt, als ich das im Spiegel vernahm, diesen Titel. Der Wutbürger entsteht doch nur dann, wenn ein Prozess abgeschlossen ist und der Bürger, der davon beteiligt ist, von der Entscheidung nicht mit einbezogen ist. Die Bürger haben dann die Nase voll, wenn sie merken, dass sie vor veränderte Tatsachen gestellt werden, die sie einfach nur noch akzeptieren können und vorher nicht eingebunden waren, aber die Suppe letztendlich auslöffeln müssen. Und das ist nicht eine neue Erkenntnis, das ist eine alte Binsenwahrheit, die kennen Sie und ich hier im Raum absolut. Wenn wir vor irgendwelchen veränderte Tatsachen gestellt werden, fragen wir uns, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und es ist ja schon spannend zu sehen, dass dieser Schlichterprozess in Stuttgart 21 letztendlich gemündet ist, also ein demokratischer Prozess gemündet ist in einem Schlichterspruch einer Person. Für mich ist dieses Bild ein Ausdruck eines Notstandes, dass vorher im Vorfeld demokratisch irgendwas schiefgelaufen ist. Denn die Bürger wären nicht auf die Straße gegangen, wenn sie nicht ein politisches Unrechtsempfinden, ein demokratisches Unrechtsempfinden gespürt hätten, denn das war letztendlich das, was sie auf die Straße gebracht hat. Ich möchte nur daran erinnern, dass 2007 bereits ein Bürgerbegehren zum Ausstieg aus diesem Projekt angestrebt wurde, was für unzulässig erklärt wurde und unmittelbar danach begannen die Proteste. Das heißt, es war durchaus ein Bedürfnis da, dass die Bürger sich engagieren wollen und mit beteiligen wollen.
Interessant ist aber jetzt zu sehen, dass es inzwischen bei Stuttgart 21 schon lange gar nicht mehr um den Bahnhof geht, denn jetzt geht es wirklich um die eigentliche Frage, wie kommen Entscheidungen dieser Dimension in Zukunft eigentlich zustande? Und ich erlebe das in Schleswig-Holstein gerade, dass gerade da die Politik ganz extrem anfängt umzudenken und zu lernen aus dem Prozess aus Stuttgart 21. Denn das, was man da erlebt hat, möchte man im eigenen Land nicht nochmal erleben. Das heißt, man fragt sich jetzt, wie ist denn überhaupt meine Rolle als Politiker? Eka von Kalben, Vorsitzender der Grünen in Schleswig-Holstein, hat das ganz prompt neulich auf einer Veranstaltung im Podium gesagt, vielleicht ist morgen die Rolle des Politikers mehr eine Moderatorenrolle. In einer anderen Partei, habe ich bei der SPD gehört, hat jemand sich gefragt, brauchen wir morgen noch Parteien, so wie sie heute sind? Und ich als Bürger von Mehr Demokratie freue mich natürlich über solche Gedanken, weil ich merke, dass ein Umdenkungsprozess stattfindet, dass eine andere politische Kultur angestrebt wird, dass klar wird, der Bürger möchte gerne beteiligt werden. Er möchte gerne an den Prozessen, in die Prozesse eingebunden werden. Und da möchte ich auch gerne unterscheiden zwischen den beiden Formen. Bin ich beteiligt oder nehme ich an einer Entscheidung teil? In so einem wunderbaren Projekt wie Stuttgart 21 hätte man natürlich zu allererst erstmal fragen sollen, sollen wir an dieses Projekt gehen, rangehen, ja oder nein? Hätten wir gerne per direkte Demokratie Volksentscheid abstimmen können, dann hätten wir ein Ergebnis gehabt. Wenn das Ergebnis ja gewesen wäre, wir müssen an dieser Situation Bahnhof etwas ändern, hätten wir wunderbare Beteiligungsformen nutzen können, die einen bunten Strauß von alternativen Möglichkeiten, Lösungsvorschläge auf den Tisch gebracht hätten. Ich weiß nicht, ob in diesem Raum jedem das Verfahren des Bürgergutachtens zum Beispiel als eines bekannt ist, wo per Zufallssystem aus dem Telefonbuch 4x25 Menschen zusammengesucht werden, die über eine Woche freigestellt werden von ihrer Arbeit und ihren sonstigen Aufgaben bis hin zur Kinderbetreuung, die finanziert sind, die dann von einer externen Moderation eingearbeitet werden in die sachliche Materie. Kann sehr kontrovers sein, auch alle Argumente kommen da auf den Tisch. Diese nach Telefonbuch-Zufallsprinzip ausgewählten Bürger arbeiten dann immer in Fünfergruppen jeweils anderthalb Stunden an dieser Problematik. Und innerhalb einer Woche wird ein Gutachten erstellt, was sich durchaus sehen lassen kann. Also wer sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt hat und Städte auch kennt, wie Rottweil oder auch das Land Bayern, die auf diese Verfahren zurückgegriffen haben, kann sehen, wie repräsentativ diese Ergebnisse sind und wie akzeptiert diese Ergebnisse auch durchaus sind von den Bürgern. Und dann hätte man durchaus die Möglichkeit gehabt, Lösungsvorschläge auf dem Tisch zu haben, die durchaus sehr unterschiedlich sind. Und dann hätten wir vielleicht noch mal einen Entscheidungsprozess am Ende gehabt und hätten gesagt, das Projekt bringen wir jetzt ins Rennen oder das oder das. Oder wir haben sogar drei Alternativen. Welche wollen wir denn jetzt haben? Das heißt, Fazit ist doch, dass wir, und das eben, die Bürger machen das deutlich, dass wir Ergänzungsmodelle zur repräsentativen Demokratie dringend brauchen. Und wir von Mehr Demokratie seit 20 Jahren fordern das. Und wir fordern das auf Gemeindeebene, kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene, Europaebene. Wie kann es sein, dass ich in Deutschland lebe, in einem EU-Land, das das einzige Land in der EU ist, das noch keinen nationalen Volksentscheid erlebt hat? Wir sind das einzige Land in dieser Gesellschaft von 27 Staaten. Ist doch unvorstellbar. Was Italien am Wochenende erlebt hat, dürfen wir bisher noch nicht erleben. Gut, den Atomausstieg haben wir jetzt auch ein bisschen anders hingekriegt. Aber das sind natürlich absolute Fragen, die wirklich unter den Nägeln brennen und wo wir sagen, dazu braucht es, wie es im Grundgesetz verankert ist, Ergänzungsmodelle durch die direkte Demokratie, durch die Einführung bundesweiter Volksentscheide. Und Sie müssen nicht denken, dass damit die Politik für alle Zukunft entlastet ist. 99% der Entscheidungen werden weiterhin in den Parlamenten gefällt. Aber dieses eine wesentliche Prozent, das möchte der Bürger doch gerne auch selber in die Hand nehmen. Und vor allem ist uns ganz wichtig auch, dass der Bürger das Initiativrecht bekommt. Denn jeder hier im Raum, jeder Teilhaber dieser Gesellschaft ist ein potenzieller Ideenträger. Das heißt, warum gestehe ich nicht jedem Einzelnen zu, dass er eine geniale Idee hat, wie wir in Zukunft mit den Renten umgehen, wie wir in Zukunft mit dem Gesundheitswesen umgehen, wie wir in Zukunft mit der Energiewende umgehen? Warum soll er nicht diese geniale Idee in eine Gesetzesform gießen können, sich Bündnispartner suchen, eine Volksinitiative starten, schauen, ob dieser Vorschlag irgendwie Hand und Fuß hat, ob der in der Diskussion angenommen wird. Sollte das der Fall sein, kommt es zum Volksbegehren, zweite Stufe, könnte man richtig in die Diskussion gehen. Man würde sich in der Sache mündig machen, denn ich muss zu jeder Entscheidung mich erst selbst auch wieder mündig machen. Ich bin vor bestimmte Fragen noch nie gestellt worden. Und erst wenn man mir diese Frage stellt, habe ich ja die Chance zu fragen, wie schaffe ich mir eine Urteilsgrundlage darüber?
Also möchte ich gerne als Bürger auch die Information haben, den Diskussionsprozess haben, um dann am Tag X auch tatsächlich über die oder jene Frage entscheiden zu können. Und damit sehen Sie schon, dass die direkte Demokratie als Ergänzung ein unglaublicher, ein Bildungsfest ist. Ich meine, was wäre gewesen, wenn wir in Deutschland tatsächlich über den Europäischen Verfassungsvertrag, Lissabon-Vertrag hätten abstimmen dürfen? Und das Erste, wir hätten ihn gelesen. Ich habe die Prozesse in Frankreich selber miterlebt und begleitet und erlebt, wie vom Ziegenhirten bis zum Doktor im Dorf die Inhalte der Verfassung diskutiert wurden. 1 Million Verfassungsexemplare sind in Frankreich verkauft worden. Die Sekundärliteratur hat wochenlang die Bestsellerlisten besetzt. Und man merkt einfach, natürlich, da wurden die Spielregeln vielleicht für die nächsten Jahrhunderte für uns definiert. Warum durften nicht auch wir darüber diskutieren, auch wenn es komplex ist, und uns mündig machen in der Sache, um uns dann vielleicht auch nochmal ganz anders als Europäer zu erleben? Aber als Letztes möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben in Deutschland auf den kleineren Ebenen, kommunale Ebene, über 5000 Bürgerentscheide. Das sind einfach Erfahrungswerte. Wir haben Bürgerbegehren gehabt, davon sind die Hälfte wirklich zum Entscheid gekommen. Wir haben 250 Landesvolksbegehren gehabt. Das heißt, in Deutschland haben wir Bürger bereits gezeigt, dass wir uns engagieren wollen, dass wir uns beteiligen wollen und dass wir es können. Mein Freund, inzwischen Lieblingsfreund Günter Beckstein aus der CSU in Bayern, war seinerzeit 95 ein absoluter Skeptiker von unserem Vorstoß, Bürgerentscheide in Bayern einzuführen. Er hat gesagt, Bayern wird unregierbar, das Oktoberfest wird abgeschafft, wir können es mit Bayern, können wir einpacken. Nach 15 Jahren direkter Demokratie im eigenen Land ist er ein glühender Befürworter für direkte Demokratie geworden. Und das nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch auf Bundesebene. Weil er erlebt hat, was überhaupt passiert, wenn Bürger die Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Wenn sie die Möglichkeit haben, außerhalb von allen 4 Jahren nur ein Parteiprogramm zu wählen, wirklich auch eine Sache hervorzugreifen und zu sagen, darüber möchte ich abstimmen. 11 Gemeinden haben es geschafft, E.ON aus einem Staatsvertrag mit Tschechien zu zwingen, das aus dem maroden Kernkraftwerk Temelin Strom bezogen hat für diese Gemeinden in Bayern. Da haben 8 Gemeinden nur das Begehren angestrebt. Das hat schon dazu geführt, dass Kompromisse geschlossen worden sind und E.ON ausgestiegen ist aus diesem Prozess. Und da sehen Sie natürlich, was alles möglich ist an Beteiligungs-, an demokratischen Prozessen. Und mehr Demokratie erlebt es immer mehr dort, wo Beteiligungsrechte bestehen. Dort beteiligen die Bürger sich sehr, 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 sehr gerne und auch aktiv. Und Bayern besteht heute noch und auch das Oktoberfest besteht noch. Und das gibt uns durchaus Mut, auch auf die größeren und weiteren Ebenen zu gehen. Als Letztes noch, dann bin ich gleich soweit. Wir in Schleswig-Holstein haben jetzt den Ruf aufgegriffen von Stuttgart 21, haben ein breites Bündnis geschlossen und haben dort eine Bundesratsinitiative letzte Woche gestartet. Das heißt, die Schleswig-Holsteiner sollen das erste Mal das Recht bekommen, per Volksentscheid über die Einführung bundesweiter Volksentscheide zu entscheiden. Diese Möglichkeit einer Bundesratsinitiative per Volksentscheid gibt es leider nur in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Und wir haben uns jetzt entschieden, diese Initiative von Schleswig-Holstein aus zu starten. Aber glauben Sie nicht, dass das nur in Schleswig-Holstein bleibt, denn wir wissen jetzt schon, dass diese Bundesratsinitiative in Zukunft von weiteren Regierungen in Deutschland unterstützt werden wird, sodass tatsächlich dann vielleicht ein Gesetz zur Einführung bundesweiter Volksentscheide verabschiedet wird und eingeführt wird, dass dieser Notstand ein Ende hat. Ich könnte noch mehr reden, aber ich glaube, ich warte auf die zweite Runde. Fein, vielen Dank. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit jetzt für Herrn Merkel. Meine Damen und Herren, wenn ich die Veranstaltung jetzt schließen würde, können wir feststellen, wir müssen unbedingt was tun. Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung, wir brauchen mehr Volksentscheide. Da wir jetzt das Podium nicht ganz nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt haben, wie Ihre Bürgergutachten, sondern auch aufgrund von Veröffentlichungen von Herrn Merkel, würde ich Ihnen gerne fragen, ist das Bild so, dass wir das auch dieses Fazit ziehen können? Oder gibt es vielleicht doch Gesichtspunkte, aufgrund derer man sagen kann, etwas mehr Vorsicht? Es gibt auch Gesichtspunkte, die zu beachten wären, warum das alles vielleicht doch nicht so leicht und so einfach ist und zu den gewünschten Ergebnissen führt. Als ich den beiden Vorträgen zugehört habe, von ihnen gelernt habe, habe ich mich doch etwas zwischendurch gefragt, schlechter Start für eine Diskussion. Ich stimme ja fast allem zu.
Ich stimme insbesondere dem zu, was an direktdemokratischen Verfahren hier vorgetragen wurde, wenn es um frühe Bürgerbeteiligung, um Einbindung von Bürgern in Entscheidungsprozessen oder aber auch in der stärkeren und breiteren Etablierung von Bürgerversammlungen. Das ist nichts Neues, das kennen wir aus den Town Hall Meetings in New England. Es wird heute ganz neu diskutiert unter deliberativer Demokratie. Das aber, was Herr Geisler gesagt hat, dass bei dem Diskussionsprozess sich die eigenen Positionen dramatisch verschoben haben, dass zum Schluss viel mehr dem Bahnhofprojekt zugestimmt haben als vorher, ist etwas, was man in der deliberativen Arena des Parlaments nahezu nicht sieht, dass sich solche Prozesse im Verlauf einer Aushandlung oder Diskussion, einer Debatte über ein Gesetz sich so dramatisch verändern können. Freut mich dann ganz besonders, dass Frau Niert Volksentscheide ins Spiel gebracht habe. Und hier, glaube ich, gibt es doch erheblichen empirischen Wein in das theoretische Wasser zu schütten. Ich formuliere das zugespitzt in einem Paradox. Ich sage, Volksentscheide entmachten in einem erstaunlichen Maße das Volk. Ich will dieses Paradox kurz über 4 Punkte erklären und will aber vorausschicken, dass ich davon ausgehe, wir haben eine breite empirische Studie der wichtigsten 30 Demokratien dieses Globus über 100 Indikatoren ausgeführt. Die Rede, dass es einen Niedergang der Demokratie gibt, oder vorsichtiger formuliert, dass heute die Qualität der Demokratie schlechter sei als 1990, 1980, 1970, 1960, barer Unsinn ist. Wir behaupten, dass heute die Demokratie in vielen Bereichen sehr viel besser dasteht. Ein imaginiertes, goldenes Zeitalter. Man fragt dann immer nach, wann war das denn eigentlich in Deutschland? In den 60er Jahren einer immer noch formierten Adenauer-Gesellschaft? Am Ende der 60er Jahren, wo Frauen grob benachteiligt wurden, viel schlechter repräsentiert wurden, Minderheiten kaum geachtet wurden, sexuelle Präferenzen diskriminiert wurden. Wir haben auf diesen Gebieten einen erstaunlichen und einen positiven Fortschritt gesehen. Wir haben aber in zwei Bereichen, das ist nicht nur eine deutsche Krankheit, das ist eine Malaise von reifen Demokratien, Folgendes festgestellt. Wir haben einen schleichenden Selbstausschluss des unteren sozialen Drittels unserer Gesellschaft zu beobachten. Es wird sichtbar, dass immer mehr der unteren Schichten aussteigen aus der politischen Beteiligung. Es gilt die Faustregel, statistisch sehr schön nachzuweisen, je geringer die Wahlbeteiligung, umso höher ist die soziale Exklusion der unteren Schichten. Das ist ein progredierender Prozess, der Fahrt aufgenommen hat und der sicherlich unsere Demokratie verändert wird, gemeinsam mit einem Erosionsprozess der Volkspartei. Wenn man also nachdenkt, was sind denn die Gegengifte? Was wären denn Maßnahmen, um diese Malaise tatsächlich zu bekämpfen? Hört man sofort direkte Demokratie. Wir haben es auch gehört, theoretisch stimme ich zu, empirisch finde ich es weitgehend falsch. Die 4 Punkte, um das Paradoxon Volksentscheide entmachten das Volk, sind folgende. Wir wissen aus der empirischen Forschung, insbesondere bei referendumstarken Demokratien wie etwa der Schweiz oder Kalifornien, dass die Beteiligung an solchen Referenden, insbesondere wenn sie sogenannte Politikfeldentscheidungen, sachpolitische Entscheidungen betreffen, sehr, sehr viel niedriger sind als die Beteiligung bei allgemeinen Wahlen.
Wir haben nachgeprüft, wer geht eigentlich zu diesen Referenten hin. Die soziale Selektion derer, die dort abstimmen, ist weit höher als jene bei allgemeinen Wahlen. Also der Selbstausschluss der unteren Schichten ist fast vollständig. Es gehen jene Menschen, Bürgerinnen und Bürger, zu diesen Abstimmungen, die sehr gut repräsentiert sind in Organisationen, in Institutionen, in Verbänden, die sozusagen eine Voice haben, die sich artikulieren können, die Arenen finden für ihre Interessen. Das sind jene, die schon gut in der repräsentativen Demokratie vertreten sind, die gehen zu solchen Volksabstimmungen. Also ich würde sagen, es gibt eine erhebliche soziale Schieflage. Wenn man sich genauer anschaut, Frau Niert weiß es sicherlich besser, kommt auch aus Hamburg. Hamburg wäre für mich das Menetekel eines solchen Ausschlusses. Zum Schluss bestimmen 24% oder 26% gegen einen über allgemeine Wahlen legitimierten Vorschlag aus dem Parlament für die Statuserhaltung von Privilegien der Mittelschichtskinder. Wir haben, und das wäre der zweite Punkt, ich behaupte, Referenten sind anders als jene, die sie besonders befürworten, also etwa linke Parteien oder grüne Parteien. Sie sind ergebniskonservativ. Wenn Sie sich anschauen, wie in der Schweiz, Kalifornien wiederum alle fiskalpolitischen Materien abgestimmt werden, haben Sie ein durchgängiges Muster. Steuern runter, Ausgaben runter. Kein Wunder, jene, die abstimmen, sind jene, die Steuern zahlen, die am wenigsten von sozialen oder staatlichen Transfers haben. Ein durchaus logisches Ergebnis. Wenn man diesen Ergebniskonservatismus noch auf die kulturelle Sphäre bezieht, werden wir auch etwas vorsichtiger sein. Es gibt einen starken Trend hier wiederum gegen kulturellen Pluralismus, die letzten Entscheidungen in der Schweiz etwa zu dem Verbot des Baus weiterer Moscheen, der Ausschaffung illegal eingewanderter Menschen aus anderen Ländern verstärkt das. Drittens, Frau Niert, stimme Ihnen sofort zu, Bürger sollten durchaus ein Initiativrecht haben. Eine geniale Idee einer Bürgerin sollte doch Möglichkeit haben, eine Plattform zu finden. Da kommt ein Punkt in die Debatte, der nicht gering ist, nämlich die Kampagnenfähigkeit. Wer ist denn eigentlich kampagnenfähig? Das können in Einzelfällen tatsächlich Bürgerinitiativen sein. Längerfristig werden sich jene Gruppen, Schichten, Einzelpersonen durchsetzen, die über erhebliche finanzielle, organisatorische und kognitive Ressourcen verfügen. Wiederum jener Teil unserer Gesellschaft, der sicherlich nicht zu den Benachteiligten gehört. Wenn Sie sich das näher in Kalifornien ansehen, wo im Übrigen Volksentscheide den kalifornischen Staat an den Rand des Staatsbankrotts getrieben haben. Wenn Sie sich das näher anschauen, sind hochprofessionelle, gut durchfinanzierte Organisationen, die damit beauftragt werden. Also auch hier dürfte sich über die Kampagnenfähigkeit eine solche soziale Schieflage weiter verstärken. Es gibt eine Analyse der Schweizer Volksabstimmung, die haben 150 Volksabstimmungen sich näher angesehen und haben folgendes nicht völlig unerwartetes Ergebnis gebracht. Die abstimmenden Bürger sind weit kompetenter als der Durchschnitt der Bürger. Also wir haben, wie die Studie etwas lakonisch schreibt, einen Selbstausschluss der Inkompetenten. Das könnten jene, die sagen, rationale Politik, und Sie sehen, ich habe kein konservatives Argument, halte diese Polarisierungsgeschichten alles für kalten Kaffee, sondern dass man hier einfach weiter jene privilegiert, die relativ komplizierte Entscheidungen, Max Weber hat im Übrigen gesagt,
gar nicht so schlecht. Volksabstimmung kann man akzeptieren, nur wenn die Fragen verwickelt sind, wird es kompliziert. Geisler, ich glaube nicht, dass das digitale Zeitalter, der freie Zugang zu Internet, Facebook und so weiter, diese Malaise aufhebt, denn wir müssen dann wiederum sehen, wer benutzt denn eigentlich diese Medien? Wiederum nicht der untere Drittel der Gesellschaft. Meine These wäre, auch wenn es nur als Komplement zu den repräsentativen Institutionen gebraucht wird, ist eine verstärkte Einführung von Referenten, eine Verstärkung einer grundsätzlichen Malaise unserer Gesellschaft und birgt die Gefahr eines Weges in einen Zwei- oder Einhalb-Demos, der wuchtig, kompetent entscheiden kann, aber jene Gruppen, die auf Volksparteien angewiesen sind, die sind gerade auf Volksparteien, nicht auf die kleinen Parteien. Volksparteien haben die unteren Schichten eingebunden und irgendwo in die politische Partizipation mit hineingenommen. Wenn das geschieht, glaube ich, dass die Demokratie nicht reichhaltiger wird, sondern diese Art des Abhängens eines großen Teils unserer Bevölkerung weiter forciert wird. Vielen Dank, Herr Merkel. Ich denke, Herr Geisler, das ist sicherlich genügend Stoff, an dem Sie sich reiben können. Ich würde Ihnen aber gerne noch eine Frage mit auf den Weg geben für die zweite Runde, die, glaube ich, ganz gut anschlussfähig ist an den Punkt oder den Komplex, den Herr Merkel geschildert hat. Wenn man schaut auf die Auswertung dessen, was Sie in Ihrem Moderationsprozess für Stuttgart 21 auf den Weg gebracht haben, hat es ja in hohem Maße Zustimmung gegeben, aber es hat in Teilen auch Kritik gegeben, die sich vielleicht verkürzt dahingehend zusammenfassen lässt. Es war ja eigentlich nicht wirklich Bürgerbeteiligung, sondern es war, was Sie moderiert haben, ein Beteiligungsprozess von Experten, von Akteuren, auch eher höherer Ebenen, an dem man passiv per medialer Teilhabe teilnehmen konnte, de facto, und ich referiere jetzt noch mal ein wenig überzeichnend, hat Herr Geisler aber dem Bürgerprotest den Zahn gezogen, siehe die Ergebnisse, die Sie selber ja noch mal zusammengefasst haben, nachdem vorher ein großer Teil der Aktivbürger gegen Stuttgart 21 war, ist es dem Geisler, da gibt es dann auch die dazugehörigen Verschwörungstheorien, gelungen, das Ganze umzudrehen. Ist das also nochmal der Weg der Bürgerbeteiligung oder ist ein solches Mediationsverfahren nur ein Teil von Prozessen, deren Änderungen wir zurzeit erleben und die ja vielleicht auch noch andere Ausgestaltungen bedürfen? Ich glaube, man muss unterscheiden eben zwischen dem Volksentscheid, der aber voraussetzt, nicht wahr, dass wir vorher eben eine Bürgerbeteiligung haben. Diese Bürgerbeteiligung, die kann darin bestehen, dass wir eine allgemeine Information bekommen von denjenigen, die ein solches Projekt initiieren und dann eine öffentliche Diskussion stattfindet, mit Hilfe der Medien. Sie können das aber auch organisieren, und zwar substanziiert organisieren, indem man so etwas macht, nicht wahr, wie in Stuttgart 21, dass man ein Forum bildet. Und mittels dieses Forums diesen Faktencheck dann an die Leute heranbringt, die ja nicht ohne weiteres entscheiden können, wie nun das Gleisvorfeld zusammensetzt, wo ich zu meiner großen Überraschung gehört habe, nicht wahr, dass in diesem Gleisvorfeld von 100 Hektar es insgesamt 586 Tierarten, also nicht 586 Tiere gibt, sondern 586 Tierarten. Arten zum Beispiel, kann ja niemand wissen, nicht? Aber das ist für viele eine Offenbarung gewesen, dass da offenbar etwas mehr in Gang kommt, nicht wahr, wenn man so etwas macht, als man normalerweise denkt. Also dieser Faktencheck, den können Sie in einer allgemeinen Diskussion so nicht durchführen. Sie können das vor allem nicht über die Presse machen, nicht wahr, weil die Presse zum großen Teil sich schon festgelegt hat, das war in Stuttgart 21 auch so, sondern Sie müssen die Sache so öffnen,
dass die Leute selber sich ein Urteil bilden können. Das ist der entscheidende Vorgang. Dass das, was gemacht wird, sozusagen interpretiert wird durch Dritte und Vierte, sondern dass sie durch den Faktencheck den Leuten den unmittelbaren Zugang ermöglichen zu den Grundlagen einer solchen Entscheidung. Die Frage, wer hat da teilgenommen, Herr Schöler? Ja, das ist eine Frage, die natürlich berechtigt ist, aber die lässt sich relativ einfach beantworten. Ob Sie jetzt eine Ortsumgehung bauen oder ob so ein Bahnhof gebaut wird oder irgendetwas anderes, es werden sich, so wie das in einer Zeitung völlig richtig gestanden hat, in einer Selbstinszenierung der Zivilgesellschaft Gruppen herausbilden, die eben an diesem Problem besonders interessiert sind. Das haben wir bisher schon, das sind die Bürgerinitiativen, aber das kann bei einer Ortsumgehung oder bei irgendetwas anderem, kann das der Schwäbische Albverein sein, das kann der Alpenverein sein, das kann Amnesty International sein, das kann Greenpeace sein, das kann der BUND sein. Wir haben ja eine Fülle von sogenannten NGOs, von Nichtregierungsorganisationen, die sich ja herausgebildet haben in dieser Zivilgesellschaft. Und das ist für mich völlig klar. Dieser Meinungsbildungsprozess und Beteiligungsprozess, der kann nicht allein über die politischen Parteien laufen. Die Zeit ist vorbei. Ich war 12 Jahre Generalsekretär der CDU, keiner war so lange Generalsekretär wie ich. Und ich weiß, dass die Parteien unverzichtbar sind. Aber sie können das heute nicht mehr allein machen, so wie das früher auch nicht der Fall war. Früher nach dem Krieg, da hat die evangelische Kirche, die katholische Kirche, ich weiß nicht mehr alles, die haben sich auch meinungsbildend an diesem demokratischen Prozess beteiligt. Die spielen heute keine so große Rolle mehr, leider Gottes, muss man sagen. Aber anstelle dieser Organisation in der Zivilgesellschaft sind es eine Fülle von selbstgeschaffenen Initiativen getreten. Was erleben wir? Die politischen Parteien kapseln sich denen gegenüber ab. In der CDU will kein Mensch was letztendlich zu tun haben, aber bei der SPD genauso wenig. Die Grünen machen da eine Ausnahme, also mit diesen dubiosen Organisationen, die sich da anmaßen, über irgendwelche Dinge genauso gut Bescheid zu wissen wie in den Parlamenten. Das Gegenteil wäre richtig, dass sich die politischen Parteien verbünden mit diesen Organisationen in der Zivilgesellschaft und dann durch diese Selbstorganisation wird sich von selber herausstellen, wer da an diesem Tisch sitzt. Die müssen sich halt dann einigen, so war das in Stuttgart 21 auch. Und irgendwo und irgendwann wird eben dann, wenn eine Umgehungsstraße gebaut werden soll, diejenigen, die dagegen sind, sich zusammentun und dann werden die untereinander entscheiden, also wer hockt, der ist mit dem Landrat oder dem Oberbürgermeister, an diesem Tisch. Da sehe ich überhaupt kein Problem, weil sich das von selber inszeniert, es entwickelt sich. Das heißt, diejenigen, die interessiert sind, die melden sich eben dann auch zu Wort. Das ist nicht ganz so einfach, weil Sie haben diese vier Punkte genannt. Also, da kann man natürlich sagen, also Volksentscheide dürfen nicht abstimmen, weil die Dummen zahlreicher sind als die Gescheiten. Oder sie dürfen nicht stattfinden, weil die Armen zahlreicher sind als die Reichen. Ja, ich würde aber umgekehrt sagen, dann müssen wir das ändern. Dass eben die Dummen auf die Dauer nicht mehr die Mehrheit sind, sondern dass sie verwandelt werden zu gescheiten Leuten. Und dass wir aus den Armen eben Leute machen, die eben nicht mehr als arm genannt werden können. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Formulierung. Ich will Ihnen Folgendes sagen. Die Armen und diejenigen, die nicht so viel Geld haben bei uns in Deutschland, sind nicht die Dummen. Sie sind oft ausgeliefert einer Politik, gegen die sie sich nicht mehr wehren können. Agenda 2010, um dieses Beispiel zu nennen, hätte es über die Agenda 2010 unter der verantwortlichen Organisation und Führung, zum Beispiel der
NGO, so will ich es einmal nennen, die dafür zuständig ist, der Gewerkschaften. Diese armen Leute haben ja Interpreten in unserer Gesellschaft oder müssen sie haben. Die Agenda 2010 hätte nie das Licht der Welt erblickt, weil diese Agenda 2010 eine Katastrophe war. Die war für Millionen von Menschen, vor allem für Millionen von Frauen. Was man erkannt hätte, wenn man über dieses Projekt eine solche umfangreiche Diskussion mit Faktencheck geführt hätte, wie das bei Stuttgart 21 gemacht worden ist, hätte nie eine Mehrheit bekommen. Und die SPD ist ja bekanntlich daran, dass diese Diskussion nicht stattgefunden hat, zerbrochen. Sie ist das Opfer geworden einer Basta-Politik. Das hat sich nämlich verändert, und zwar zum Schlechten, Herr Merkel, gegenüber früher. Diese Basta-Politik, dass man, wenn Problem da war, Kommissionen beauftragt hat, was aber alles für Kommissionen gab, in substanziellen Fragen unseres Volkes, Rürup-Kommission, Harz-Kommission, ich weiß nicht, was wir alles für Kommissionen gehabt haben. Das Parlament wurde entmachtet. Das heißt, die Kommissionen, die setzten sich zusammen aus Professoren, aus Ministerialbeamten und so weiter und so fort. Da waren vielleicht zwei Abgeordnete dabei. Dann haben die einen Kommissionsbeschluss vorgelegt. So war das bei der Agenda 2010. Und dann hat am anderen Tag der Bundeskanzler gesagt, basta, das wird so gemacht. Und dann hat man pro forma noch ein paar Parteianhörungsverfahren gemacht. Ja, was macht denn der arme Delegierte, wenn er sowas vor die Nase gesetzt bekommt? Entweder er folgt seinem Gewissen, dann desavouiert er seinen eigenen Parteivorsitzenden und Bundeskanzler, oder er vergewaltigt sein Gewissen, was er in der Regel eben macht, weil er das nicht will. Weil er natürlich so erzogen ist, auch in Deutschland, dass man das nicht tut, dass man revoltiert gegen die eigene Parteiführung. Das muss alles aufgebrochen werden. Und Sie können jetzt, ich entferne mich jetzt etwas, von dem, ich habe nur über die Projekte geredet. Über diese technologischen Großprojekte, was man da machen kann, das ist eigentlich mein Thema gewesen. Aber Sie können das natürlich auch übertragen auf die gesamte Politik, natürlich mit Differenzen und mit Einschränkungen. Das ist ja in der Schweiz genauso, und Sie haben völlig recht, dass da natürlich auch was Schiefes herauskommen kann, das ist auch klar. Aber in Hamburg ist die Sache eben deswegen schiefgegangen, weil zum Beispiel die CDU vor der Wahl gesagt hat, wir bleiben bei den vier Klassen. Und von da geht es direkt ins Gymnasium. Und dann hat man, und die CDU hat da eine außerordentlich große Stimmenzahl bekommen, in der Koalition mit den Grünen gerade das Gegenteil gemacht, und es sind halt 6 Jahre. Das hat die Sache auf die Spitze getrieben. Indem man eben etwas getan hat, was man in der parlamentarischen Demokratie eben nicht tun darf, seine Todsünde, man darf, Sie können alles machen, Sie können 4 Frauen haben oder umgekehrt, 1 Frau, 5 Männer, das können Sie alles machen, alles, das spielt alles keine Rolle, aber Sie dürfen etwas nicht tun. Sie dürfen nicht nach der Wahl genau das Gegenteil von dem tun, was Sie vor der Wahl gesagt haben. Das ist eine ganz einfache Erkenntnis, Und deswegen ist das in Hamburg zum Beispiel schief gelaufen. Also die Antwort auf Ihre 4 Einwände gegen die Volksentscheid, die lasse ich, was die Projekte anbelangt, also Bahnhöfe, Flughäfen, Stromtrassen und so weiter, überhaupt nicht gelten. Denn wenn eine Stromtrasse gebaut werden soll und die führt dann über den Vorgarten oder den Schrebergarten eines dieser ärmeren Bevölkerungsteile, von denen Sie gesagt haben, die sind offenbar nicht fähig, an einem Volksentscheid teilzunehmen, der nimmt teil, das ist ganz klar. Und das hat man ja auch in Stuttgart gesehen. Das war ein Bundesgemisch von einfachen Leuten, von Arbeitern, von Daimler-Benz-Arbeitern aus Heslach bis hin zu Zahnärzten aus Sillenbuch und vom Ameisenberg. Das war eine breite Bürgerbewegung, die, und das ist meine letzte Bemerkung, vor allem deswegen so virulent geworden ist. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Empörung deswegen so groß ist, weil die Leute nicht wissen, wer steckt eigentlich hinter diesen Projekten, wer verdient das Geld, wo sind die Finanzinteressen, die hinter diesen Projekten stehen. Bei Stuttgart 21 war das ganz einfach. Da sind im Jahre 1995 ein paar Leute mit dem Hubschrauber
von Cannstatt über das Nesenbachtal zum Hauptbahnhof geflogen, dann haben die gesehen, dass ein riesiges Gleisvorfeld von 100 Hektar, das sieht ja schauerlich aus. Was könnte man mit diesem Gelände machen, nicht wahr, wenn diese Gleise weg wären? Ja, aber wie macht man das, dass diese Gleise da wegkommen? Das ist ja unglaublich, 100 Hektar Gleise. Ja, dann habe ich gesagt, also, wenn man die beseitigen will, dann muss man den Bahnhof verändern. Nicht wahr? Dann dreht man den Bahnhof einfach um 45 Grad und dann kommen die Gleise links und rechts, da sind aber Berge. 90? Okay, 90 Grad von mir aus. Gut, okay, sind es 90 Grad, ist auch egal. Aber links und rechts, da ist der Ameisenberg und der Killesberg, da kommen da durch Tunnels die Gleise heraus. Und dann ging die Diskussion los in Stuttgart und in den Zeitungen stand es, dass diese Grundstücke bereits in der Hand, zumindest als Option, von Daimler-Benz und der Deutschen Bank und der Commerzbank und diesen Einkaufszentrumsmagnaten, so muss ich es sagen, im Otto-Versand, ECE, und dass nachher die dass sogar führende Leute der Projektbefürworter in den Beiräten, ich war von diesem ECE-Projekt vorhanden sein, ist alles offen diskutiert worden. Da haben die gesagt, wir sind doch nicht blöd. Ich weiß doch ganz klar, was da dahinter steckt. Die Grundstücksspekulanten, die wollen sich bemächtigen, ich war dieser 100 Hektar und das, was ihr sonst erzählt, nicht wahr, ist ja im Grunde genommen Makulatur. Und man hat als Überschrift zu diesem Bahnhof gesagt, also Leute, ihr müsst doch Europäer sein, europäisch denken. Und wir brauchen die Magistralen von Norden nach Süden, von Süden nach Norden und natürlich von Osten nach Westen. Und Stuttgart ist hier von zentraler Bedeutung. Wir brauchen nämlich die europäische Zentrale Paris, Stuttgart, Bratislava. Da haben die Leute in Heslach und am Ameisenberg, und zwar völlig unabhängig davon, was sie verdient haben, völlig unabhängig davon, die haben gesagt, ja, wer will eigentlich von uns nach Bratislava fahren? So, was soll das für eine Begründung sein? Nicht wahr, dass wir eine Magistrale brauchen? Wir wollen vielleicht nach Paris fahren, aber das können wir natürlich mit dem Kopfbahnhof genauso. Das heißt, was wir erkennen müssen, wir brauchen eine Transparenz, um den Leuten klarzumachen, der Flughafen, der Bahnhof und was auch immer, dient den Bürgern, den Bürgerinnen und Bürgern und nicht irgendwelchen anonymen Mächten, wo die Leute nicht wissen, wer steckt dahinter. Und das muss offengelegt werden. Das können Sie nur machen durch totale Transparenz, durch einen totalen Faktencheck. Und deswegen bleibe ich dabei, das würde ich unabhängig davon, was einer verdient. Und ob er in der Volksschule war und einen Hauptschulabschluss hat oder sogar in der Sonderschule oder das Gymnasium besucht hat, das kapieren die Leute heute. Dass das geklärt werden muss, wer steckt hinter solchen Projekten. Und deswegen können Sie das nur auf diesem Wege machen, der totalen Information, in Form eines Faktenchecks. Das muss organisiert werden, das können Sie so organisieren, das können Sie auch anders organisieren. Und vor allem lässt sich das überall anwenden. Das können Sie anwenden bei einer Friedhofsbepflanzung, das können Sie bei einer Ortsumgehung machen, überall, oder ob ein Gefängnis gebaut werden soll, in dem Gemeindebezirk, in einem anderen Gemeindebezirk, bei den Stromtrassen. Natürlich kann man nicht bei den Stromtrassen, die müssen gebaut werden, aber ich muss nicht die Trasse bauen, die für das betreffende Energieunternehmen die billigste ist, das heißt die direkteste, die schnellste, die dann ohne Rücksicht auf Verluste über Vorgärten, über Ferienzentren, über Parks und was weiß ich alles, über Sportfelder gezogen wird, völlig unabhängig davon, wie die Leute davon betroffen sind, sondern es müssen Alternativen her. Das ist die zweite Phase, dass Alternativen diskutiert werden. Und da muss eben möglicherweise die teurere Alternative gemacht werden. Da muss die Trasse halt um den Kurpark herum gelegt werden oder jedenfalls sind da dann ein paar Kurven drin und ein paar Ecken drin. Auf jeden Fall muss dann eine solche Trasse gebaut werden, nicht nach dem Prinzip, wie ist es am billigsten, sondern wie ist es am umweltverträglichsten und am menschenfreundlichsten. Das muss das Kriterium sein. Und das setzen Sie durch, wenn Sie die Bürger beteiligen. Ich weiß, dass Frau Niert
ja schon ganz gespannt ist, um die kritischen Einwände von Herrn Merkel zu beantworten. Ich würde ihr nur gerne eine kleine Bemerkung von mir noch mit auf den Weg geben zur Beantwortung, weil ich etwas gestutzt habe, dass Sie ausgerechnet das Beispiel europäischer Verfassungsvertrag angeführt haben und die Debatte in Frankreich als gutes Beispiel und Vorbild dafür, wie auch auf nationalstaatlicher Ebene Volksentscheide umgesetzt werden können. Ich will das nur mit meinem kritischen Einwand kurz machen. Alle diejenigen, die, glaube ich, aus guten Gründen sagen, sowas brauchen wir, sagen, wir brauchen es dort, wo man zu einem Vorhaben Ja oder Nein sagen kann. Nun ausgerechnet ein Verfassungswerk von einigen hundert Seiten, wo es viele, viele Gründe gab, Nein zu sagen, vielen Einzelparagraphen, man der Auffassung sagen konnte, das gefällt mir aber nicht so oder das gefällt mir nicht so, aber nur einen Grund, Ja zu sagen. Das nun zum Exempel zu machen, dafür, wie man auf sinnvolle Weise Volksentscheide durchführen kann, das verstehe ich nicht ganz. Also, dass Sie mich nicht falsch verstehen, die Abstimmung wäre das Mindeste gewesen, wie in anderen Staaten auch. Selbstverständlich müsste man auch vorher schon Teilabstimmung machen zu Teilen der Inhalten, zu den Inhalten der Verfassung, ist ja völlig klar. Das ist ja gerade das Problem, dass ich ein Riesenpaket an Spielregeln habe, wo ich am Ende nur noch Ja und Nein sagen kann und wo, ne, wo ist die Beteiligung vorher gewesen. Da hat Mehr Demokratie ja durchaus auch Vorschläge gemacht, wie das hätte anders laufen können. Aber jetzt muss ich, das piekt mich ja natürlich schon hier, die Empirie und von wegen, also bevor Sie mir hier die Blauäugigkeit attestieren, wir wenden die gleiche Empirie an, nur interpretieren wir sie anders. Wenn Sie sagen natürlich, per direkte Demokratie wird das Volk entmachtet, dann gehen bei mir 7 Fragezeichen hoch. Also in Hamburg war es de facto der Fall, dass 40% der Bürger erstmal die Politik entmachtet haben, weil sie der geschlossenen Bürgerschaft gesagt haben, nein, in diesem Punkt gehen wir nicht mit. Und da kann ich Ihnen auch nur sagen, dass in allen, wenn Sie sich die Studien angucken, in allen Stadtteilen, auch in den sozial benachteiligten und bildungsfernen und einkommensschwächeren Teilen, wie man immer so schön spricht, auch dort hat die Mehrheit gegen diesen Vorschlag abgestimmt. Aber das ist jetzt, Sie wissen genau wie ich, dass politische Partizipation immer wächst mit Bildung und Einkommen. Das ist eine alte Weisheit. Das haben wir beim Parlamentarismus genauso wie bei der direkten Demokratie. Und gerade wenn ich, 40% der Hamburger haben abgestimmt, das ist doch bei weitem repräsentativer als 121 Abgeordnete. Warum? Weil es um eine Sachfrage ging, die die gesamte Bildungsstruktur in Hamburg verändert hatte. Und ich bin heilfroh, dass dieser Diskussionsprozess erstmal begonnen hat. Aber für mich ist ganz deutlich, mit der Schuldebatte in Hamburg hat sie eben auch erst begonnen. Und da liegt auch die Krux drin. Man kann nicht in eine Regierung gehen mit einem Reformpaket und meinen, das in einem Jahr durchpeitschen zu können. So ein Bildungswandel, wie er in Hamburg angestrebt war, braucht seine Zeit, da braucht man Vertrauen, man muss noch mehr Studien haben, man muss Erfahrungswerte haben, man muss Versuchsschulen haben, damit tatsächlich die Bürger da mitgehen. Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die mit dem Projekt durchaus geliebäugelt haben, aber die noch 47 andere Fragen als überhaupt nicht beantwortet sahen. Und wir hatten das Problem in Hamburg, ich konnte tatsächlich nur zwischen Pepsi-Cola und Coca-Cola entscheiden. Aber was wäre denn gewesen, wenn ich den Vorschlag hätte, Mineralwasser für alle? Dann kann jeder ein bisschen Möhrchensaft, der andere ein bisschen Red Bull dazu gießen, dann hat man sein Bildungssystem. Aber Sie merken, da ist das Problem, die direkte Demokratie hat die Bildungsfrage jetzt erstmal auf den Tisch gebracht. Bundesweit wird sie überall diskutiert, auch in anderen Ländern. Und die direkte Demokratie ist gerade dazu da, die repräsentative Demokratie repräsentativer zu machen. Weil sie eben, wenn ich jetzt im Bundestag wäre, es gibt so viele Fragen, wo ich nicht genau wüsste, ich bin zwar gewählt worden, aber wie würde in dieser Frage eigentlich wirklich der Wähler entscheiden? Weiß ich's? Weiß ich wirklich beim Bundesnetzausbau die 380 Kilowatt Trassen, wie die hier durchs Land vernetzt werden sollen, wie der Strom von bei uns oben Niebel von der Nordsee runter bis nach Bayern kommt? Das sind doch die nächsten Herausforderungen. Das sind doch die großen Projekte nach Stuttgart 21, die davor stehen. Da bin ich doch, als wäre ich doch als Abgeordneter auch erstmal überfordert. Und wir sagen ja nicht, dass der Bürger dümmer oder klüger ist als der Parlamentarier. Nein, die sollen sich auf Augenhöhe begegnen und auf Augenhöhe die Sachen auszudiskutieren. Und gerade wenn ich es auch möglich mache, durch direkte Demokratie bildungsfernere Schichten überhaupt erstmal an die Frage heranzubringen, eröffne ich doch diesen ganzen
das Bildungsspektrum, weil ich erstmal die Möglichkeit habe, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wenn der Bundesnetzausbau für diese 380 KV-Trassen wieder auf Bundesebene entschieden wird und nachher durch meinen Garten geht, habe ich doch genau das Problem, was wir nicht haben wollen. Wenn ich aber jetzt das Problem öffne und sage, okay, wir wollen aus dem Atomausstieg raus, wir wollen die Energiewende, liebe Bürger, wie machen wir es denn? Überlegt euch das doch mal. Wie regelt ihr das denn in Nordfriesland? Wie regelt ihr das in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, Hessen bis nach Bayern runter? Dann wird die Politik wirklich lebendig und es entsteht eine ganz andere Kultur. Ich würde Sie aber... Sie müssen natürlich ein Verfahren machen. Selbstverständlich. Sie brauchen das ein ist Verfahren. Nicht, sonst funktioniert die Sache nicht. Ich will ein Verfahren, selbstverständlich. Aber die Verfahren... Das Verfahren kann eigentlich nur darin bestehen, dass jetzt in welcher Form auch immer ein intensiver Diskussionsprozess, den muss man organisieren, stattfindet und dass am Ende dieses Diskussionsprozesses abgestimmt wird. Richtig. Jetzt ist es umgekehrt. Es wird entschieden, am Anfang wird entschieden und dann wird irgendwo informiert hinterher und die Leute kriegen dann eben zur Kenntnis gebracht, was entschieden worden ist. Und das ist eben heute nicht mehr möglich. Das machen die Leute nicht mehr mit. Und deswegen habe ich ja gesagt, ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist ja nicht nur Schleswig-Holstein jetzt, sondern auch Rheinland-Pfalz und andere Länder. Der zurückgetretene Ministerpräsident Mappus hat ja davon geredet, dass wir das Baurecht ändern müssen. Wir müssen unser Bundesbaurecht verändern, und zwar grundlegend verändern, indem wir diese Verfahren so gestalten, dass am Anfang die Idee kommt, am Anfang der Plan, dann die Diskussion, dann die Entscheidung, dann die alternative Planung und dann Diskussion über diese Alternativen und dann Abstimmung über die Alternativen. Und dann kann gebaut werden. Herr Geisler, zu diesem Teil des Verfahrens, glaube ich, hat Herr Merkel vorhin gesagt, da geht er mit, dem stimmt er zu. Nur den Schlussfolgerungen, die entwickelt worden sind, am Schluss einen Volksentscheid zu haben, dem stimmt er nicht zu. Und da ist er sehr kritisiert worden und sollte nochmal die Möglichkeit bekommen, sich dieser Kritik zu erwehren. Das mache ich gerne und fange etwas kleinteilig an. Hamburg verniert die Rede, 40% der Bürger haben die Politik entmachtet. Nicht ganz unproblematisch, klingt auch sehr populistisch. Die Unterlage müsste heißen, also die Politik muss entmachtet werden. Wenn die Politik entmachtet wird, ist das gut. Meine Rückfrage wäre, wer ist denn eigentlich die Politik? In diesem Fall sind es Repräsentanten, die von den Wählern gewählt worden sind, sicherlich mit einem allgemeinen Programmpaket. Sie sind gewählt worden mit einer höheren Beteiligung, selbst in Hamburg deutlicher höheren Beteiligung als jene 40%. Sie müssen sagen, warum sollten eigentlich diese gewählten Repräsentanten entmachtet werden? Das ist übrigens ein Diskurs, den man seit Carl Schmitt bis hin zu populistischen Argumentationen, die da oben wie da unten, hochgefährlich. Ich bin sicher, dass Sie das so nicht meinen. Genau. Ein empirisches Datum zu Hamburg. Obwohl ich da nicht so genau Bescheid weiß, habe ich doch etwas nachgeschaut. Die Beteiligung war signifikant unterschiedlich in den Stadtteilen. In Billbrook nahmen nur 10% der Stimmberechtigten ihr Wahlrecht wahr. Billbrook ist der Stadtteil mit dem höchsten Hartz-IV-Anteil. In Nienstetten mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen nahmen 55% teil. Also auch hier sehen Sie, ich bin gar nicht vollkommen dagegen, aber Sie müssen mitdenken, was da passiert. Und wenn Herr Geisler sagt, ja, man müsse die Dummen endlich gescheit machen, die Unkundigen kundig machen. Das sagen wir schon spätestens mit einer Wucht seit den späten 60er Jahren in der Bildungspolitik. Und wenn Sie sich Studien der OECD-Welt anschauen, was wir erleben, ist eben nicht, dass dieser Prozess anhält, sondern wir erleben, dass, wie die OECD sagt, diese Menschen zunehmend cognitively handicapped sind. Ganz ungeniert sagen die das. Das heißt, dass 20%
zunehmend völlig aus der Gesellschaft und dem Arbeitsprozess ausgeklinkt werden. Darf ich da mal was sagen? Einen kleinen Punkt noch. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Eine wunderbare, geradezu rousseauistische Forderung. Wir müssen Sie erziehen. Wir, oder Sie müssen sich selber erziehen, die Gelegenheit gegeben. Aber wir haben das beobachtet und der Trend ist ein gegenläufiger. Also werden wir, wenn wir nicht sozusagen utopisch denken, sondern realistisch gegenwartsbezogen, dieses Moment in die Debatte mit einführen. Wenn wir über Legitimität, wenn wir über Repräsentation sprechen, dann ist das ein ganz wichtiges Datum. Und dann schaffen Sie auch die Wahlen ab. Darf ich da mal einen kleinen Einwand machen? Darf ich mal wir reden jetzt über Hamburg. Darf ich mal gerade meine Moderatorenrolle auch wahrnehmen? Ja, okay, gut. Wir haben vereinbart gehabt, dass wir eine erste Runde machen und eine zweite Runde, wo Sie sich aufeinander beziehen können. Ich bin sicher, wenn ich Sie lasse, dann diskutieren Sie zu Recht auch mit Werf bis zum Ende der Zeit. Aber wir wollen auch hier in diesem Saal in der heutigen Veranstaltung keine reine Stellvertreterdiskussion machen, sondern hier sitzen viele Kolleginnen und Kollegen und Gäste, die, wenn ich mich so umschaue, wahrscheinlich große Lust haben, wenigstens mit Fragen oder Beiträgen an dieser Debatte so teilzunehmen. Und das, was Sie gerade alles nochmal in Erwiderung auf Herrn Merkel haben sagen wollen, sollten Sie im Kopf behalten und können Sie bei diesen Antworten auf die Fragen, die jetzt noch kommen, dann okay, mit loswerden. Ja, beginnen wir mal links. Danke. Ich bin können Sie sich kurz mit Namen vorstellen. Ich bin Christine Dorn, Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs. Das ist ein Bürgerverein aus dem Umfeld des Flughafens BBI. Und ich habe eine Frage zum Problem der Überstimmung der wirklich heftig und unmittelbar Betroffenen von großen Infrastrukturprojekten. Wenn man in Berlin und Brandenburg alle Bürger fragen würde, sind sie dafür, dass für die Lärmbetroffenen des Flughafens BBI mehr als die bisher veranschlagten 140 Millionen Euro ausgegeben werden für Lärmschutzmaßnahmen, würde sicher die Mehrheit sagen, nein, 140 Millionen, das ist doch recht viel. Wenn man aber dieselben Menschen fragen würde, würden sie sich ihre Gesundheit für 4.000 Euro abkaufen lassen, dann würden alle entsetzt rufen, nein, natürlich nicht, sie sind wohl verrückt geworden. Ich sehe ein recht großes Defizit in der Anerkennung von Belastungen, die im Interesse von vielen, von wenigen getragen werden sollen. Und dieses Problem wird meiner Ansicht nach umso größer, je mehr Menschen man in eine Abstimmung einbezieht, also je vermeintlich demokratischer das wird. Können Sie mir dafür eine Lösung anbieten? Wem das Thema Fluglärm nicht so zusagt, der kann auch an die beabsichtigte CO2-Einlagerung denken. Das ist ganz ähnlich. So, hier rechts geht es weiter. Maja zur Heringdorf, Fachbereich Wirtschaft und Technologie. Ich kann an die Frage gleich anknüpfen, allerdings mit einem etwas anderen Fokus. Mir geht es jetzt darum, in der Tat, wie formulieren wir denn die Dinge, die wir in Referenden zur Abstimmung stellen wollen? Ich finde, die Fragen, die Sie da jetzt gestellt haben, die zeigen sozusagen relativ deutlich, wie man es machen kann. Aber die Frage ist natürlich auch, ist es richtig, das so zu tun? Weil also mir ist die Abstimmung hier in Berlin zu Prorilli in schlechter Erinnerung, wo ich den Eindruck hatte, ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten, die teilweise bis zuletzt eigentlich nicht genau wussten, welche Frage denn nun zu welcher Richtung gehört, weil die Fragen so kryptisch formuliert waren, unter dem, mit dem weiß ich nicht welchem Ziel, aber mit dem Erfolg, dass die Leute eigentlich nicht genau wussten, in welche Richtung die Fragestellung eigentlich gehen soll und wer hinter welcher Frage steht. Und mir ist es dabei eben ganz wichtig, dass bei so Referenden irgendwie auch die Fragestellung dann aber offen gestellt wird. Und das wäre eben die Frage, wie organisiert man das so, dass es auch durchschaubar ist, über was da eigentlich, und dass die Fragen nicht interessengeleitet schon gestellt werden. Ich würde gerne noch zwei, drei Fragen zulassen und dann die nächste Runde auf dem Podium machen. Auch oben übrigens stehen Mikros zur Verfügung. Gut, hinten links, ja. Herr Geißler, Sie haben... Bitte kurz Namen. Ah ja, mein Name ist Treulieb. Herr Geißler, Sie haben in den 80er Jahren, als es um die Nachrüstung ging und damals die Friedensbewegung ein Abstimmungsgesetz wegen der Nachrüstung forderte, in einem Interview gesagt, wir leben nicht in einer Demoskopie, sondern in einer Demokratie.
und dass die Mehrheit der Bevölkerung in Abstimmung gegen die Nachrüstung ist, ist uninteressant, weil wohin Demokratie bedeutet auch Führung. Wohin wäre Adenauer gekommen, wenn er über Währungsreform, Marktwirtschaft und Wiederaufrüstung hätte abstimmen lassen? Es geht eben da um Führung. Jetzt wäre meine Frage, wie auf dem Hintergrund mit Stuttgart 21 und anderen Problematiken, die Sie dargestellt haben, dieses Verhältnis von Demokratie, Abstimmung und Führung Sie heute einschätzen. Der nächste ist Herr Dreiling hier links. Ja, vielen Dank, Herr Dreiling, Unterabteilung Petitionen und Eingaben. Ein bisschen was mit dem Initiativrecht haben wir auch bei Petitionen. Kann ich nicht verstehen. Das nur nebenher bemerkt. Aber ich mir scheint, dass man in der Diskussion das etwas zu absolutistisch stellenweise sieht. Die Frage ist ja eine Ergänzung, ist ja da argumentiert worden, des bestehenden repräsentativen Systems. Eine Verbesserung, die sich übrigens innerhalb der Parteien auch abspielen sollte, innerhalb der Organisationen, die mitwirken, die hineinwirken in den politischen Prozess. Das ist das eine. Da können natürlich Entscheidungsverfahren auf der Ebene bis zu einem Volksentscheid natürlich ein zusätzliches Element sein, denke ich ja, das zeigt sich auch. Gleichwohl muss man der Malaise, die Sie beschrieben haben, auch begegnen und sie schon im Auge behalten. Was ich aber grundsätzlich mal anfangen wollte, und das ist auch die Meinung, die mich interessiert, ist, muss man nicht genauer hingucken, um was es jeweils geht. Das ist schon eine entscheidende Frage, ob ich Volksentscheidungen zulasse, zum Beispiel mehr Zuwanderung oder nicht, oder ob ich über ein Großprojekt einen Prozess in die Wege leite. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und mir scheint mir bei großen Entscheidungsprozessen, in dem eine Vielfältigkeit von Informationen die Grundlage spielt, die aber nicht durchschaut werden können in der Öffentlichkeit, da kommt es entscheidend darauf an, Information und Transparenz zu schaffen. Und da mangelt es schon in allen politischen Prozessen und ich denke auch auf allen Ebenen. Und da, finde ich, muss man differenzieren, deshalb dieses Diskutieren Antiparteiendemokratie, was so ein bisschen teilweise durchklang, scheint mir zu einfach. So, noch eine letzte Frage hier links. Kommen Sie ans Mikro bitte vorne. Ah ja, schönen guten Tag. Jetzt Jonas, mein Name. Meine Frage wäre, in Baden-Württemberg hat die Landesregierung jetzt die Stelle einer Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft geschaffen. Man weiß im Augenblick ja noch nicht, wie das so ein bisschen gefüllt wird. Meine Frage an die Gäste auf dem Podium wäre eigentlich, was könnten Sie sich vorstellen, wie sollte diese Rolle ausgefüllt werden, was könnte eine solche Person machen, jetzt nicht nur in Baden-Württemberg, auch vielleicht in anderen Bundesländern oder auch auf Bundesebene, wenn es dort sowas vielleicht auch geben sollte. Und was wären Ihre Ideen vielleicht für ganz konkrete Projekte, wo Sie sich erhoffen würden, dass das von einer solchen Staatsrätin, Staatsrat angestoßen wird? Danke. Ja, vielen Dank, Herr Geißler. Stoff genug? Also zunächst einmal, wir diskutieren natürlich jetzt, wenn es um solche Großprojekte geht, wie den angeblich notwendigen Großflughafen in Berlin, natürlich genauso wie in Stuttgart 21, 5 Jahre zu spät. Sie können, der Flughafen ist entschieden, der ist beschlossen. Im Prinzip beschlossen. Und jetzt können Sie nur noch nachhaken. Ja, und deswegen kommen Sie in die Schwierigkeiten. Das war bei Stuttgart 21 genauso. Was ich sage, ist pro futuro, nur für die Zukunft. Alles, was bisher schon in Gang gesetzt worden ist, müssen Sie nach dem alten Verfahren abwickeln. Wenn Sie dann mit dem neuen Verfahren kommen, dann können Sie natürlich Aufklärung betreiben. Das ist Ordnung. Das haben wir ja in Stuttgart 21 gemacht. Und dadurch hat sich auch die politische Lage verändert. Das ist auch richtig. Aber es funktioniert natürlich, also das, was ich gesagt habe, nur für die Zukunft. Dazu müssen Gesetze geändert werden. Dazu muss der Deutsche Bundestag das Bundesbaugesetz ändern. Das Baurecht muss verändert werden. Vieles andere muss mehr verändert werden. Es muss möglicherweise die Verfassung verändert werden, wenn wir auf der Bundesebene einen Volksentscheid einführen wollen. Aber wenn wir weiterkommen wollen und die Probleme wirklich lösen wollen, die wir in der Demokratie haben, dann müssen wir da rangehen. Das ist einer der großen Projekte der Zukunft. Und jede politische Partei tut gut daran, wenn sie sich mit dem Problem der direkten Bürgerbeteiligung nicht nur beschäftigt, sondern initiativ wird.
Jede Partei muss damit rechnen, wenn sie es selber nicht machen, dann machen es die anderen. Und der Wettbewerb ist ja bereits schon im Gange, ich war, wie das aussehen soll. Also deswegen, Ihre Lärmgeschichte, die müsste vorher entschieden werden. Natürlich hätte in Berlin zunächst einmal eine Diskussion stattfinden müssen, brauchen wir statt Tegel eben jetzt den neuen Flughafen. So, dann wäre die Diskussion losgegangen und dann wäre möglicherweise herausgekommen, da das ein Berliner Flughafen ist, hätten auch alle Berliner diskutieren müssen und auch abstimmen müssen. Also wir brauchen den Großflughafen. Damit wären wir aber nicht am Ende gewesen, sondern jetzt hätte diskutiert werden müssen, wo soll der hin, nicht wahr, und welche Alternativen gibt es und was ist damit verbunden, der Lärmschutz, wie sind die Einflugschneisen, was überhaupt nicht geht. Nicht wahr, dass die jetzige Regierung hier in Berlin erst vor 2 oder 3 Jahren sagt, das sind die Einflugschneisen und 3 Jahre später erklärt die Einflugschneisen, die müssen ganz anders laufen. Inzwischen haben sich die Leute aber auf die erste Aussage eingerichtet. Das macht natürlich alles kaputt, das ist ganz klar. Also das Problem kann ich Ihnen nicht ab, das kann das nicht lösen. Die Sache ist verfahren, nicht wahr, was diesen Punkt anbelangt. Die Nachrüstungsfrage ist eine hochinteressante, ist aber auch eine richtige Frage. Nur bei der Nachrüstung ist etwas anderes wichtig gewesen. Wir kriegen ja, wenn wir über direkte Bürgerbeteiligung sprechen, immer wieder das Problem, ja, können denn eigentlich jetzt diese Leute, diese Bürgerinitiativen einfach dem Parlament da dazwischen funken? Können die das alles verändern? Das ist alles demokratisch beschlossen. Stuttgart 21 7-mal, 8-mal, angeblich auch vom Europäischen Parlament war es nicht. Stimmt, aber der Bundestag hat sich damit haushaltsrechtlich und haushaltspolitisch befasst. Ja, kann denn eine solche Bürgerinitiative, kann der Rockenbauch und der Stocker und all die Kerle da, nicht wahr, quasi Terroristen, nicht wahr, weil die da demonstrieren, das ist ja heutzutage, ist immer da schnell bei der Hand, wenn einer demonstriert, ist er schon terrorismusverdächtig, ja, können die jetzt eigentlich den demokratischen Gremien ins Handwerk pushen? Das können Sie. Und zwar ganz einfach deswegen, weil auch eine parlamentarische Entscheidung, und jetzt komme ich zur Nachrüstung, 1982, 83, da die Nachrüstung ist beschlossen worden 1979 unter der Führung von Helmut Schmidt und der Deutsche Bundestag hat inzidenter Ja gesagt, ich war zu diesem Prozess. Hätte ich jetzt denn der Friedensbewegung als Generalsekretär der CDU sagen können, jetzt haltet ihr mal die Klappe, denn vor 3 Jahren ist es demokratisch beschlossen worden vom Parlament, geht wieder zurück, nicht wahr, in eure Wohngemeinschaften oder was weiß ich, nicht? Und jetzt ist Schluss mit der Debatte, denn das ist längst entschieden. Nein, es ist eben nicht richtig gewesen. Die CDU war die einzige Partei, die die Nachrüstung auch vertreten hat. Wir haben einen eigenen Parteitag durchgeführt. Wir haben 10.000 Friedenstage durchgeführt. Das ist genau die Zahl der Ortsverbände, die CDU gehabt hat, und haben den Nachrüstungsbeschluss vertreten. Millionen von Flugblättern und Informationen sind von uns verteilt worden. Das heißt, auch das Parlament, auch die Abgeordneten müssen immer bereit sein, das, was sie mal beschlossen haben, den Menschen gegenüber zu erläutern und zu begründen. Ich kann nicht sagen, es ist beschlossen, Schluss, aus, jetzt wird es gemacht, ich war parlamentarisch beschlossen, Ende, ihr haltet die Klappe, ihr habt nichts mehr zu melden. Von der ersten Stunde an, nach einem solchen Beschluss, kann die Diskussion wieder losgehen. Das ist auch in einer Fraktion so. Und damit muss sich auch die repräsentative Demokratie auseinandersetzen. Ich war das. Sie können auch nicht verlangen, was Sie vor 15 Jahren für richtig gehalten haben. Oder der Preis, den der Architekt gekriegt hat vor 12 Jahren für den Bahnhofsentwurf, dass jetzt praktisch die zweite Generation das realisieren will, nicht wahr, was die Vorfahren vor 12 oder 15 Jahren für richtig gehalten haben. Da machen die nicht mehr mit und sagen, das ist der größte Quatsch, das ist auch architektonisch völlig überholt, nicht wahr, wir wollen einen solchen Bahnhof nicht haben. Damit muss sich der Parlamentarier auseinandersetzen. Er muss begründen, nicht wahr, warum er dennoch bei dem Beschluss bleibt. Und dann, da haben Sie völlig recht, ich weiß nicht, wer das, ich glaube, Sie haben das gesagt. Ich habe über Volksabstimmungen und unmittelbare Demokratie von Gesetzen nicht geredet. Das ist ein sehr diffiziles Thema
Und natürlich kann man nicht über alles eine Volksabstimmung machen. Es darf keine verfassungsfeindlichen Projekte zur Abstimmung gebracht werden. Finanzsachen ohnehin nicht. Es kann auch in der Schweiz nicht gemacht werden. Also das bedarf, nicht wahr, eines differenzierten Diskussionsprozesses. Ich habe über die Großprojekte geredet, über die und von denen einzelne und viele Bürger, Tausende, Zehntausende von Leuten unmittelbar betroffen sind. Und was machen wir in einer Demokratie mit dieser Problematik? Und da führt gar kein Weg vorbei, davon bin ich fest überzeugt, wenn es nicht zu weiteren Eskalationen kommen soll. Ich war, dass wir das Baurecht ändern müssen, das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Planung, Diskussion, Abstimmung. Alternativplanung, Diskussion, Abstimmung. Und dann wird gebaut. Und dann geht es auch schnell und effizient. Und außerdem ist die ganze Entwicklung friedlich und demokratisch. Frau Niert, vielleicht mit der Begleitbemerkung, reicht Ihnen diese Konzentration auf Großprojekte? Nee, natürlich nicht ganz. Also wenn schon ausbauen, die direkte Demokratie und Beteiligungsrechte, dann natürlich auch auf, dass alle die Themen auch zugänglich sind für die Bürger, die die Parlamentarier auch haben. Das heißt also, verfassungswidrig ist natürlich immer verfassungswidrig, aber letztendlich sollte die gesamte Thematik, die auch ein Parlamentarier zu entscheiden hat oder ein Gemeinderat oder ein Stadtrat, auch den Bürger zugänglich sein. Und was ich als Staatsrätin natürlich in Baden-Württemberg als erstes machen würde, ich würde erstmal die Volksgesetzgebung verändern. Denn wenn es dort zu einem Volksentscheid kommt, dann gilt momentan ein 33-prozentiges Zustimmungsquorum. Und dann fragen Sie sich mal, was für eine Beteiligung Sie erstmal haben müssen. Das sind 66% mindestens, damit ein Entscheid überhaupt Gültigkeit hat. Und wenn Sie dann eine Volksabstimmung nicht mit einer Wahl zusammen stattfinden lassen, haben Sie schon wieder ein demokratisches Problem. Und damit, wenn dann eine Initiative ins Leere läuft, dann hat sie natürlich, ist sie erstmal wieder frustriert. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig, momentan Volksentscheide zu versprechen, die jetzt noch irgendwie folgen könnten, sollten. Also da müsste vorher erstmal die Verfassung geregelt werden. Aber ich würde weiterhin dann mir auch unterschiedliche Beteiligungsformen raussuchen und dafür auch Gesetze auf den Weg bringen und Vorschläge machen, wie das im Sinne, wie Herr Geisler es angesprochen hat, auf den Weg gebracht werden. Die direkte Demokratie möchte niemanden entmachten. Sie möchte nur die Demokratie demokratischer machen und die Demokratie weiterentwickeln. Dort, wo es wirklich möglich ist, dass direkte Demokratie lebt, merken wir, dass immer mehr die Brücke und die Kluft zwischen Bürger und Politikern eben schwindet, weil man sich an den Tisch setzen muss, weil man sich mit der Initiative auseinandersetzt, weil man plötzlich die Möglichkeit hat, vielleicht Kompromisse auszuarbeiten. Die Hälfte der Bürgerbegehren kommt gar nicht bis zum Entscheid, weil man sich vielleicht schon im Vorfeld über einen Kompromiss geeinigt hat. Und das ist natürlich das Wunderbare, dass es möglich ist, Kompromisse zu erarbeiten und vielleicht über einen Kompromiss auch zu entscheiden. Das ist übrigens etwas, was uns von Kalifornien vollständig unterscheidet. Ich möchte die kalifornischen Zustände nicht hier 1:1 adaptieren, weil dort nämlich jede Initiative am Parlament entschieden werden kann. Das Parlament muss sich nicht damit befassen oder darf sich nicht damit befassen. Das Parlament darf nicht einen Gegenvorschlag oder einen Kompromissvorschlag vorschlagen. Das sind alles so Probleme, das gucken uns sehr genau an und deswegen machen wir hier in Deutschland genau andere Vorschläge. Und Herr Merkel, Sie kennen doch sicher die Studie des Schweizers Chris Kobach, der genau deutlich gezeigt hat, dass mit einer höheren Abstimmungsbeteiligung die Abstimmungsergebnisse nicht anders wären. Das steckt ja immer dahinter. Man denkt immer, je mehr abgestimmt, desto mehr würde sich das Ergebnis einer Abstimmung dahingehend oder dahingehend verändern. Wenn Sie sich diese Studie angucken, ich bin überzeugt, dass Sie diese Studie kennen, da wurde einfach die... Kennen Sie nicht. Sie kennen sie nicht, ich gebe sie Ihnen gerne. Weil nämlich die Umfragen vor einer Abstimmung durch den Querschnitt der Gesellschaft gemacht wurden und nachher verglichen wurden mit den Abstimmungsergebnissen und der Beteiligung. Und dort gab es keine Differenz, bis auf in einem Fall. Sie kriegen die Studie. Darf ich eine bemerken? Ja, bitte. Herr Geisler, mit Ihnen spreche ich gern. Ich muss auch zu dem Herrn Merkel sagen, was. Wie heißt der Stadtteil in Hamburg mit den Hartz-IV-Leuten? Billbrook. Ja, 10%. Wir müssen, jetzt sind wir schon soziologisch, politologisch differenzieren. Da müssen wir klar sehen, es gibt also nicht nur ganz Reiche, nicht? Und dann gibt es Begüterte und Leute, die haben ein mittleres Einkommen, ein kleines Einkommen. Und dann gibt es auch noch ärmere Leute. Inzwischen haben wir ungefähr 10 Millionen Leute,
die nach internationalen Maßstäben nicht nur arm sind, sondern also weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens haben, aber des Medianeinkommens, ausdrücklich sagen, damit er nicht gleich wieder was falsch ist. Und jetzt kommt hinzu, inzwischen haben wir Millionen von Menschen, die unter dieser Gruppe liegen. Das sind eben diese Hartz-IV-Empfänger. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die jede Hoffnung aufgegeben haben, die aus dieser Sache nicht mehr herauskommen und die entsprechend behandelt werden. Ich würde mal jedem empfehlen, hier im Deutschen Bundestag sich über das Verfahren zu orientieren, nicht wahr, die bei unseren Jobagenturen, wie das abläuft, in vielen Jobagenturen, auch hier in Berlin. Das ist die absolute menschliche Katastrophe, wobei die Jobagenten selber gar nicht so sehr viel dafür können, denn die müssen von oben her, von Nürnberg aus, am Ende des Jahres Einsparpotenziale vorweisen, haben selber nur befristete Arbeitsverträge. Und wenn Sie diese Einsparpotenziale nicht vorweisen, das können Sie nur von dem Rücken der Leute machen, dann laufen Sie Gefahr, dass Sie am Ende des Jahres auf der anderen Seite des Schalters sitzen. Das ist das System, in dem wir uns bei Hartz IV befinden. Und die Leute, die keine Chance mehr sehen, da rauszukommen, die gehen in der Tat nicht zu einer Wahl, wo es darum geht, ob die Leute nach 4 Jahren Grundschule ins Gymnasium kommen oder 6 Jahre, die gehen da nicht mehr hin. Die sind jenseits der Wupper. Das ist unsere Situation. Und das muss ich Ihnen sagen, Herr Merkel, das hat sich in unserer Demokratie verändert. Die ist in vielen Punkten ist es besser geworden. Die Situation der Frauen und so weiter, obwohl wir noch lange nicht so weit sind, nicht? Aber sie hat sich in wesentlichen, elementaren Fragen, hat sich unsere Gesellschaft negativ verändert. Die Leute, die soziale Marktwirtschaft in Gang gebracht haben, Ludwig Erhard hat ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle. Und er hat es auch gemeint und sie haben es auch hingekriegt. Heute haben wir das Gegenteil. Wir haben nicht mehr Wohlstand für alle, sondern wir finden uns mit einem Prekariat ab, bei dem weite Prozentsätze dieses Prekariates ohne jede Perspektive und Hoffnung sind. Und die allerdings, wenn die sich noch versammeln in einem Stadtteil, die kommen dann zu solchen Wahlbeteiligungsergebnissen. Also, Herr Kanzler, wenn ich jetzt die beiden Bemerkungen von Frau Niert und Ihnen zusammenbinde und damit Herr Merkel vielleicht nicht den leichten Ausgang hat, so zu beantworten, Sie haben recht, Herr Geißler, und die Studie Frau Niert kenne ich nicht, will ich versuchen, noch mal auf das darin steckende Legitimationsproblem zurückzukommen. Etwas überspitzt würde man ja aus dem, was Frau Niert gerade sagt, die Schlussfolgerung ziehen können, egal wie viel sich beteiligen, das Ergebnis stimmt, sagt diese mir auch nicht bekannte Schweizer Studie. Überspitzt würde das bedeuten, dann belassen wir es doch dabei. Wir kriegen sowieso jede Woche die unterschiedlichsten Ergebnisse von den Demoskopen geliefert. Dann brauchen wir diesen ganzen im Übrigen teuren Abstimmungsprozess gar nicht mehr. Jetzt muss ich es unterbrechen. Ich hab bewusst gesagt, ich überzeichne. Das ist meine Überzeichnung, nicht Ihre. Und eine Demoskopie geht nicht anderthalb Jahre Diskussionsprozess voraus. Und wollte, völlig klar, und wollte Herrn Merkel nochmal damit die Gelegenheit geben, auf eine etwas zugespitztere Situation antworten zu können. Also wie gesagt, ich kenne die Studie nicht. Man müsste sie ansehen. Die Schlussfolgerungen sind demokratietheoretisch geradezu obskur. Wenn man sich überlegt, dass es eigentlich egal ist, wie viel abstimmen, kommt so und so immer dasselbe raus. Bin sicher, dass er wahrscheinlich das ökonometrisch gesagt hat, bei 50% ist noch dasselbe, bei 40 verschiebt sich's. Ich frage mich, was soll da eigentlich die politische Konsequenz sein? Da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr Wahlen, da können wir übrigens fiskalisch auch sehr gut sparen und können sehr viel kleinere Wahlen für ein Sampling aus dem Telefonbuch machen. Es ist ja dann letztendlich gleichgültig für die Politikproduktion. Dunkel. Das Zweite, was ich spaßig finde, ist ja, aber so richtig teutonisch spaßig, ist, dass es in Baden-Württemberg eine Staatsrätin für
Zivilgesellschaft gibt. Jeder Angelsachse würde irgendwie völlig verdutzt den Kopf schütteln, dass es gerade der Staat ist, der sozusagen der Zivilgesellschaft auf die Beine helfen soll. Das ist symbolische Politik. Im Übrigen entscheiden zum Glück nicht Staatsrätinnen, ob Gesetze geändert werden. Das macht zum Glück noch das Parlament. Ein Punkt noch. Audi, das macht es aber sehr gut. Okay, dann können wir guter Hoffnung sein. Von Frau Dorn, das finde ich eine sehr drückende Frage, für die es eigentlich keine guten Antworten gibt. Also Ihr Beispiel Flughafen. Man hat intensiv Betroffene, nämlich die leiden unter dem Lärm. Man hat andere, die stark unter Umständen davon profitieren. Man könnte es noch anders formulieren. Das ist so etwas wie Partikularwohl und Gemeinwohl. Und es gibt so etwas, das kennen wir nicht nur bei Flughäfen, das kennen wir bei großen Elektrotrassen des Stromtransportes, das kennen wir bei der Endlagerung und so weiter. Man könnte das diskutieren, ich halte es problematisch dann wiederum zu sagen, naja, es müssen die in Berlin, da müssten ja die auch von Brandenburg noch zustimmen. Da liegt übrigens der Flughafen. In Brandenburg liegt der Flughafen in der Tat. Und man diskutiert, vielleicht sollte man, was wir natürlich nicht einführen können, dann ein höheres Stimmrecht, den intensiver Betroffenen. Wir würden natürlich eine Pandora-Büchse öffnen. Bei Stuttgart habe ich mich sehr häufig gefragt, wer ist denn da wiederum das Volk? Mal abgelöst von der Ungleichheitsfrage. Herr Geisler, stimme Ihnen voll zu. Das treibt mich um, diese wachsende Ungleichheit. Und mein zentrales Argument ist ja, dass die direkte Demokratie diese Ungleichheit nicht überwindet, sondern unter Umständen verschärft. Und das sollte diskutiert werden. Das wird bei uns nicht diskutiert. Das ist sozusagen mein Argument. Eine Information zusätzlich. In Stuttgart, wenn ein Volksentscheid stattfindet, wird niemals über den Bahnhof abgestimmt, sondern die Baden-Württemberger oder die Stuttgarter, die sollen, das war völlig richtig, nur abstimmen, soll sich das Land Baden-Württemberg in der Größenordnung von 800 Millionen Euro oder 1,2 Millionen Euro am Bau dieses Bahnhofs beteiligen. Das ist die Abstimmungsfrage. So, und wenn die sagen, nein, bei den Schwaben ist es durchaus drin, also das ist uns dann zum Schluss doch zu teuer, nicht wahr? Dann müssen die übrigen Projektträger sich einig werden, nicht wahr, ob sie den Bahnhof dann dennoch bauen. Insofern ist natürlich diese Frage eine Abstimmung, die ganz Baden-Württemberg betrifft. Nicht? Die Frage, wie sich Baden-Württemberg finanziell beteiligt, ist eine Frage, die geht die Tettnanger genauso an wie die in Mannheim. Darf ich noch einen letzten Punkt, weil das eine Frage war, die bisher nicht beantwortet worden ist. Sollte man nicht Referendumsfragen offener stellen? Ich glaube, dass sich das Instrument nicht besonders eignet, um solche offenen Fragen zu stellen. Es soll zum Schluss ein Ja oder Nein rauskommen. Und deshalb, selbst wenn man sie portioniert, worüber man reden kann, wie bei großen Verfassungstexten, obwohl ich weniger optimistisch wäre, dass man 10-mal über Teilbereiche der Verfassung abstimmen würde, dann würde mit Sicherheit auch die Wahlbeteiligung runtergehen. Ich will aber sagen, dass das Ja- und Nein-Prinzip eigentlich so etwas wie eine Majoritätsguillotine ist. Also man kann mit 50,1% der Abstimmenden kann man gleichsam Entscheidungen treffen. Was für Parlamente spricht, wäre, dass es erstens nicht ein One-Shot-Game ist, man stimmt einmal ab und geht nach Hause, obwohl man sich ein Jahr vorher vorbereitet oder diskutiert hat. Im Parlament gibt es das Gesetz des Wiedersehens. Die Parlamentarier müssen in den Ausschüssen immer wieder gleichsam mit ihren Kontrapartnern verhandeln. Schafft Vertrauen, schafft Deliberation und schafft nicht das, was Jürgen Habermas den zwanglosen Zwang des besseren Argumentes genannt hat, aber schafft doch eine Atmosphäre, in der Kompromisse möglich sind. Und manchmal sind Kompromisse inklusiver, binden mehr Menschen ein und sind insofern repräsentativer als
die klassische Majoritätsregel. Meine Damen und Herren, wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir die 2 Stunden für diese Veranstaltung hinter uns gebracht. Deswegen werde ich jetzt auch kein ausuferndes Schlusswort von mir geben. Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass es sinnvoll war, dass wir eine solche Veranstaltung als Streitgespräch konzipiert haben, auch wenn es sehr konsensorientiert losgegangen ist. Frau Niert neben mir hat mal mir eine Zwischenbemerkung zugeflüstert, das kann ja abendfüllend werden. Das würde es auch, wenn wir die Chance hätten, hier weiterzumachen an dieser Stelle. Aber ich glaube, wir haben miteinander etwas vorgeführt bekommen, woraus sich doch ergibt, dass wir in einem Prozess uns befinden, der deutlich macht, parlamentarische Demokratie ist nicht ersetzbar, aber sie ist definitiv ergänzbar. In welcher Weise, in welchen konkreten Formen, darüber wird es auch in diesem Hause sicherlich weiter zu reden, darüber wird weiter zu reden sein. Zu Recht hat Herr Geißler ja darauf hingewiesen, dass für die Vorschläge, die er selber gemacht hat, Gesetzesänderungen absolut notwendig sein werden. Ob das der Deutsche Bundestag sich in nächster Zeit vornimmt, das werden wir erleben. Eins, Herr Geißler, das nur als eine kleine zusätzliche Information für Sie werden wir auch erleben. Sie haben gesagt, zu einem Thema, was ich bereits in meiner Einführung genannt habe, der Flughafen BBI hier in Berlin. Die Debatte ist 5 Jahre zu spät, völlig einverstanden. Nur eine kleine Korrektur, aber zu den Zahlen, die Sie genannt haben. Es waren nicht 3 Jahre von kommunizierten, wie Sie es genannt haben, An- und Abflugschneisen, sondern es waren 12 Jahre. 12 Jahre Kommunikation 2er Landesregierungen über Flugrouten, die als Anhang zu dem von Ihnen ja auch in anderen Verfahren genannten Planfeststellungsverfahren kommuniziert worden ist und nicht etwa vor einigen Jahren, sondern exakt im Oktober vergangenen Jahres in einem Stadium, wo Sie zu Recht eben auch sagen, die Messen sind gesungen, der Flughafen ist gebaut, tauchen dann wie Kai aus der Kiste neue Flugrouten auf, von denen man auch sagen kann, die hätten früher kommuniziert werden müssen, aber sie sind eben nicht kommuniziert worden und deswegen wird auch dazu in dieser Region Berlin und Brandenburg die Auseinandersetzung mit Sicherheit weitergehen. Und insofern sind wir auch in unserer Region hier betroffen von solchen Prozessen. Wir werden also in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlicher Weise auf dieses Thema wieder stoßen. Etwas weniger kontrovers vermutlich wird es zugehen bei unserer, ich weiß nicht, ob es die nächste Veranstaltung ist, aber auf jeden Fall die letzte in diesem Jahr am 17. November, Entschuldigung, möchte ich Sie schon mal vorab informieren, werden wir hier aus Anlass eines Jubiläums der Existenz des Bundesverfassungsgerichts, dessen Präsidenten hier bei W-Forum haben, also eine durchaus große Ehre, die uns hier zuteil wird. Und ich würde mich freuen, Sie dazu alle in ähnlicher lebendiger Teilnahme hier wiederzuerleben. Und schließe damit die Veranstaltung. Vielen Dank. Wenn ich mir noch einen Zwischenruf, Herr Schöler, erlauben darf, ich möchte darauf hinweisen, dass das Format dieser Veranstaltung genau das widerspiegelt, warum ich mich zu den Zornbürgern fühle. Wir als Publikum, teilweise weit angereist, haben ein Minimum an Rede- und Fragezeit gehabt. Und diese Asymmetrie ist grotesk. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass da oben Mikrofone stehen. Und es hat sich in der von mir angebotenen Zeit überhaupt niemand da oben gemeldet. Und ich finde es mir wirklich unangemessen, im Anschluss an die Veranstaltung diese Beschwerde hier vorzutragen. Ich hätte sie drangenommen, wenn sie sich da oben gemeldet hätten. Ja, aber schauen Sie auf die reine Zeitverteilung. Wir hatten nur die letzten 20 Minuten und das ist zu wenig. Und bitte nehmen Sie mit nach Hause, dass da die Asymmetrie zu stark ist. Das muss auf Augenhöhe und zeitlich wenigstens ausgeglichen sein. Aber künftig. Ja, sicher, Herr Geißler. Wenn Sie das wollen, dann müssen Sie selber mal eine solche Veranstaltung machen. Machen wir in Stuttgart laufend. Machen wir.